Ihnen stieg das Gelände an. Im Schein des vollen Mondes schimmerten die Hänge der Haunted Hills in einem düsteren Blau, das unheimlich und bedrohlich wirkte. Noch gespenstischer waren die Silhouetten der alten Burg, die sich auf dem Hügel erhob. Unzerstörbar erscheinendes Mauerwerk mit von Zinnen gekrönten Türmen. Schwarze Öffnungen gähnten in den mächtigen Steinquadern. Am Himmel darüber prangte das feiste Mondgesicht, vor dem sich ein fahler Schleier spannte. Die dünnen Wolkenschlieren sahen aus wie Spinnweben, die ein Monster an den Himmel gewoben hatte. Das Ratten eines Sturmgewehrs folgte Lukas, als er an einem Zaun entlang lief, der einen verwilderten Friedhof säumte. Düster erhoben sich Grabsteine zwischen Gestrüpp und vereinzelt raken knorrige Tannen auf, deren Wipfel sich im Wind wiegten. Die Feuersäuber übertönte jedes andere Geräusch, von denen zu dieser Nachtstunde ohnehin nicht allzu viele zu hören waren. Nur das Rasseln seiner eigenen stoßweisen Atemzüge kam Lukas übermäßig laut vor. Sie wetteiferten mit dem aufgeregten Pochen seines Herzens, das ihm bis in den Hals hinaufschlug. Eine Geschossgabel pflügte den Grund um. Lukas zog den Kopf ein, weil Erdschollen aufspritzten. Sand und Gestein prasselten auf ihn ein. Mit einem raschen Blick über die Schulter vergewisserte er sich, dass die anderen hinter ihm waren. Sein Freund Felix und Lena folgten dicht auf die Waffen im Anschlag, jedoch ohne klar erkennbares Ziel, auf das sie anlegen konnten. Der muskulöse Felix, alias Bone Soldier, war in einem schwarzen Ganzkörperanzug mit darauf abgebildeten Knochen gehüllt, die sein gesamtes Skelett zeigten, ein knochiger weißer Schädel mit leeren Augenhöhlen bildete seinen Kopf. Lena hingegen trug einen langen schwarzen Ledermantel mit weißen Ornamenten, der ihr bis zu den Stiefeln hinunterreichte und ihre drahtige Gestalt verhüllte. Über ihrer Lederweste hing ein Patronengurt, und unter dem Cowboyhut wallte ein Wasserfall langer roter Haare. Sie sah scharf aus, fand Lukas, was er ihr aber natürlich nicht auf die Nase gebunden hätte. Er war Teamführer der kleinen Gruppe, da ziemte sich das nicht. Und Nico? Lukas seufzte. Nico bildete den Abschluss wieder einmal. Er schaffte es kaum, mit den anderen Schritt zu halten, obwohl er sich alle Mühe gab. Er steckte in der gewohnten Standardausrüstung, die nicht viel hermachte. Kake, brauner und grüner Military Look, mit Handschuhen, Kampfstiefeln und ein paar Gurttaschen, in denen er Ausrüstungsgegenstände aufbewahrte. Seine kurzgeschnittenen schwarzen Haare klebten ihm wie ein Helm am Haupt. Lukas selbst war da viel imposanter. Er trat äußerlich nämlich als Werwolf auf. Seine hochaufgeschossene Gestalt mit der dicht über den Knien abgerissenen Jeans und der zerfetzten Weste zeugte von reichlich Kampferprobung. Die Krallen an Händen und Füßen, die im Mondlicht gefletschten Reißzähne und die glühenden Augen bahnten jeden Gegner davor, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen war. Sein Kind zeigte, dass er in der Gruppe die meiste Erfahrung hatte. Mehr als Felix und noch mehr als Lena, von Nico ganz zu schweigen. Das bewies Lukas auch jetzt, als er gedankenschnell nach seinen Gefährten sah. Es blieb gerade noch genügend Zeit für einen flüchtigen Blick auf Felix und die anderen, denn der Beschuss endete und kurzzeitig trat Stille ein. Nach dem vorangegangenen Geräuschorkan wirkte sie bleiern. Lukas lauschte mit angespannten Sinnen. Er versuchte, die Dunkelheit mit Blicken zu teilen. Was ging da vor? Eine neue Sauerei? Bestimmt. Denn ihre Verfolger gaben nicht auf. Sie setzten unerbittlich nach, seit sie Lukas Team aufgelauert und aus dem Hinterhalt angegriffen hatten. Es grenzte an ein Wunder, dass sie alle vier den ersten Feuerschlag überlebt hatten. Seitdem waren sie auf der Flucht. Die Feinde, deutlich in der Überzahl, trieben sie vor sich her und ließen ihnen keine Chance, selbst in die Offensive zu gehen. Lena ließ sich davon nicht ins Boxhorn jagen. Im Mondlicht erkannte Lukas ihren verbissenen Gesichtsausdruck. Sie war tough und sie pflegte mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Angst schien sie nicht zu kennen. Kaum, dass ihr die Kugeln der Verfolger für einen Moment nicht um die Ohren pfiffen, hielt sie in der Vorwärtsbewegung inne. Sie fuhr herum und zog den Abzug ihres Sturmgewehrs durch. Sie feuerte aufs Geradsewohl. Ich glaube, ich habe einen erwischt, stieß sie aus. Einen dieser verdammten Melonenköpfe. Kürbisköpfe! Keuchend schoss Nico zu den anderen auf, es sind Kürbisköpfe! Klugscheißer, gab Lena zurück, während sie zwei weitere kurze Feuerstöße aus dem Lauf jagte. Doch Nico hatte recht, schoss es Lukas durch den Kopf. Sie hatten ihre Gegner zwar nur kurz zu Gesicht bekommen, aber immerhin lang genug, um sie klassifizieren zu können. Eine Horde dürrer Klappergestalten in dunklen Latexanzügen und mit ausgehöhlten Kürbissen als Schädel, aus deren Mund- und Augenschlitzen gelbes Licht quoll. Zumindest in der Dunkelheit konnte man sie daher schon aus der Ferne sehen. Und nur deshalb hatte Lukas Team den heimtückischen Anschlag aus dem Hinterhalt überlebt. Genau dieselben kleinen Lichter zeichneten sich jetzt in einiger Entfernung ab. Es sind mindestens zwei vierer Teams, murmelte Felix. Er suchte mit seinem schweren Scharfschützengewehr nach einem Ziel. In aller Gemütsruhe visierte er einen der Verfolger an und krümmte den Zeigefinger um den Abzug. Ein dumpfer Knall entstand und in der Ferne platzte ein Kürbiskopf. Man konnte es mehr erahnen als erkennen, weil ein bis eben bewegliches Licht schlagartiger losch. Eher drei Teams, wenn nicht sogar mehr. Sie spielen zusammen und teilen sich auf. Ein paar von ihnen weichen zu den Seiten hinaus. Sie wollen uns flankieren, ahnte Lukas. Keine 150 Meter Distanz mehr zwischen den beiden Gruppen, schätzte er. Sie führen eine Zangenbewegung durch, um uns zu packen. Nichts für weg hier. Bewegt euch, Leute. Zu spät. Ein Heulen lag in der Luft, das sich rasend schnell näherte. Lena erkannte die drohende Gefahr als erste: Ein Raketenwerfer. Volle Deckung, schrie Lukas gegen das Aufbrausen der Heulen an. Er warb sich der Länge nach zu Boden und begrub den Kopf unter den Armen. Die anderen vor in seinem Beispiel, die Rakete raste über sie hinweg und krachte in das Gemäuer der Burg, wo sie donnernd explodierte und einen der Türme zum Einsturz brachte. Von wegen unzerstörbar. Das Mauerwerk stürzte in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Eine Lawine aus Trümmern und Staub wälzte sich den Hang hinunter und verschüttete den Pfad hinter den Gefährten. Alles auf die Beine, drängte Lukas. Die Trottel rauben sich selbst die Sicht. Vielleicht gelingt es uns, sie abzuhängen. Oder sogar den Spieß umzudrehen, verlieh Nico seiner Hoffnung Ausdruck. Lena bedachte ihn mit einem spöttischen Blick. Alle wussten, was er ausdrückte. Da sagst ausgerechnet du, der Lahmste im Bunde? Dennoch folgten sie Lukas Befehl und rannten gleichzeitig los. Hinter ihnen setzte das Rattern erneut ein. Die Gaben zerfetzten jetzt die Grabsteine und hämmerten ins Gemäuer der Burg. Unten huschten die Lichter der Kürbisköpfe durch die Dunkelheit. Sie schickten sich an, die Steigung zu nehmen. Stimmen drangen herauf, gebrüllte Befehle der Verfolger, die ihre vermeintliche Beute ausgemacht hatten. Ihr Feuer konzentrierte sich nun auf die Stellung, in der Lukas und die anderen gerade eben noch gelegen hatten. Doch zu spät. Die Gefährten hetzten bereits das letzte Stück der Anhöhe auf. Auf dem Hügelkamm erwartete sie eine böse Überraschung. Da unten wird gekämpft. Lena stöhnte auf. Damit hatte keiner von ihnen gerechnet. Nico nickte. Dort kommen wir nicht weiter. Haben die Idioten nichts Besseres zu tun, so mitten in der Nacht? Felix grenzte, was seinem bauen solcher gesicht einen dämonischen Ausdruck verlieh. Das war ja fast witzig, Grünschnabel. Aber nur fast. Lena spie verächtlich aus. Ein schlauerer Spruch ist dir wohl nicht eingefallen, Nico? Der Genannte zuckte zusammen, erhob die Schultern, rang nach Worten und brachte schließlich hervor: Nö. Dir vielleicht? Willst du frech werden? fragte das Cowgirl bissig. Reißt euch zusammen, schritt Lukas ein. Falls es euch entgangen sein sollte, wir bilden immer noch ein Team, wir sind aufeinander angewiesen, also hört auf damit, euch gegenseitig anzumachen. Ich will nichts mehr davon hören. Die anderen fügten sich. Fürs erste war der Streit beigelegt, aber Lukas wusste, dass er jederzeit wieder ausbrechen konnte. Sein Blick glitt über die sich nach Südosten hin erstreckende Ebene. In der Ferne nur zu erahnen lag Pleasant Park. Davor grüne Landschaft mit Wiesen, Feldern, eigentlich mussten sie genau in diese Richtung vorrücken, denn wenn sie sich nach Nordwesten begaben, schnitten sie sich spätestens bei Chunk Junction selbst den Weg ab. An der Inselküste im Norden ging es nicht weiter, aber südöstlich standen sich zwei größere Gruppen mit schweren Waffen gegenüber. Lucas schätzte, dass auf jeder Seite zwei bis drei Teams in die Schlacht zogen. Was also tun? Guter Rat war teuer, schloss der Teamleader. Ein Versuch wäre der reinste Selbstmord. Wir könnten abwarten, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. Danach schalten wir die Überlebenden aus und greifen uns die besten Waffen, schlug Nico vor. Grandiose Idee, spottete Lena. Willst du so lange in aller Seelenruhe hier oben hocken bleiben? Denk an die Verfolger, die uns im Nacken sitzen. Glaubst du, die Kürbisköpfe warten ebenfalls tatenlos ab? Die machen uns platt! Und zwar bald, wenn wir nicht schnell eine Entscheidung treffen, Felix schwenkte sein schweres Scharfschützengewehr und jagte einen Schuss in die Nacht aus. In der nächsten Sekunde gab es einen Kürbiskopf weniger, der ihnen auf die Pelle rückte. Sie bereiten sich auf einen Sturmlauf vor. Wie recht der Bonesoldier hatte, zeigte sich Sekunden später. Unterhalb des Hügels knallte es in rascher Folge dumpf auf. Dreimal, viermal. Die Kürbisköpfe schossen mit einem Granatwerfer. Ein Turm der gespenstischen Burg verlor sein Dach und zwei Tannen knickten wie Streichhölzer. Der eine verkeilte sich zwischen den Mauertrümmern, die andere rollte den Abhang hinunter und riss alles mit sich, was ihr im Wege stand. Die letzte Granate raste einfach über den Kamm hinweg und ging an der Rückseite der Haunted Hills nieder, ohne den Gefährten gefährlich zu werden. Lukas spähte zum Schlachtfeld hinunter. Hoffentlich bemerken die kämpferischen Gruppen nicht, dass sich weitere potenzielle Gegner in der Nähe aufhielten. Wir sitzen wahrhaftig in der Falle, schimpfte er und gab die Richtung vor. Wir bewegen uns an der Rückseite der Burg entlang und versuchen die Kürbisköpfe zu umgehen. Wenn wir schaffen, unbemerkt in ihren Rücken zu gelangen, sind wir im Vorteil. Worauf du dich verlassen kannst. Liebevoll tätschelte Lena ihr Sturmgewehr. Mein kleines Lenchen freut sich schon auf ein ernsthaftes Gespräch mit den Kürbisköpfen. Doch so weit war es noch lange nicht. Luca schlug den gewählten Weg ein und die anderen folgten ihm. Immer wieder sah er sich um, um sich zu vergewissern, dass im Schatten der Mauern keiner von ihnen verloren ging. Dies war ihr erster gemeinsamer Einsatz, weswegen sie noch nicht besonders gut aufeinander eingespielt waren. Umso größer war seine Verantwortung für das Team. Die beiden großen Gruppen auf der anderen Seite der Haunted Hills hatten sie nicht bemerkt, denn die Schlacht hielt mit unverminderter Schärfe an. Niemand kümmerte sich um die vier Gefährten blieben die Kürbisköpfe. Zwei Teams oder mehr, wie Felix festgestellt hatte. Sie ließen sich nicht sehen, das von ihnen selbst mit Granaten zerpflückte Areal unterhalb der Burgmauer schien sie aufzuhalten. Vielleicht kamen sie auch langsamer voran, weil sie sich von unten kommend im Nachteil wähnten und auf Nummer sicher gingen. Lukas konnte es nur recht sein. Mit jeder verstreichenden Sekunde vergrößerte sich der eigene Vorsprung. Trotzdem machte er nicht den Fehler, sich in Sicherheit zu wiegen. Manchmal verkehrt sich ein taktischer Vorteil, den man unter großem Einsatz errungen hatte, in Minutenschnelle ins Gegenteil. Vor ihm zeichnet sie sich das Ende der Mauer ab. Eine gefährliche Geländeformation, offenes Terrain mit leichten Gefälle. Das bedeutete freies Schussfeld von beiden Seiten, von oben wie von unten gleichermaßen. Ideales Gelände also für einen einzelnen Scharfschützen, der in einer versteckten Stellung lag. Haltet die Augen offen! raunte Luca seinen Hinterleuten zu. Wenn zwei oder drei von den Kürbisköpfen auf die Idee gekommen sind, einen Haken zu schlagen, haben wir sie gleich genau vor uns. Ich an deren Stelle hätte es so gemacht, schob er gedanklich hinterher, behielt seine Befürchtung aber für sich. Es brachte nichts, zusätzliche Unruhe zu schüren, unmittelbar vor erreichen Abluchkante hielt er inne und sicherte um die Ecke. Felix huschte links an ihm vorbei, Lena auf der anderen Seite. Zumindest so viel blindes Verständnis herrschte mittlerweile zwischen ihnen. Nein, das zu seiner Rechten war gar nicht Lena, stellte er verwundert fest. Nico schob sich blitzschnell vor, um zu zeigen, was in ihm steckte. Was war bloß in den Anfänger gefahren? Lukas unterdrückte einen Fluch, Lena hingegen schimpfte wie ein Rohrspatz und versuchte, ihre vorgegebene Position wieder einzunehmen. Für einen Moment achtete sie daher nicht auf den Boden vor ihr. Plötzlich blitzte etwas im Mondlicht auf, etwas funkelte und glitzerte, wo gerade noch erdreich Gras und Moos gewesen waren. Schlagartig verwandelte sich der trittfeste Untergrund in eine spiegelglatte Eisfläche. Eine Falle! Luca schrie die Warnung, doch sie kam zu spät. Lena verlor den Halt unter den Füßen und schlitterte ungewollt weiter. Mit Ruder den Armen versuchte sie sich auf den Füßen zu halten, was gründlich misslang. An ihren Beinen bildeten sich kleine Eisquader, die sie stetig weiter schlittern ließen. Das Eis riss ihr die Beine unter dem Körper weg. Sie überschlug sich und griff nach etwas, woran sie sich festhalten konnte. Doch da war nichts. Sie sauste auf dem Eis den Hügel hinab, sekundenlang nur dann traf sie der Schuss eines unsichtbaren Schützen. Ein Sniper, schoss es Lukas durch den Kopf. Ich habe es geahnt. Doch dafür konnte er sich nichts kaufen. Lena erst recht nicht. Sie verschwand vor seinen Augen, war einfach fort und ihre Waffen und Ausrüstung verteilten sich im Gras, wo sie sich zuletzt befand. So ein Mist, entfuhr es Nico, als er begriff, was er angerichtet hatte. Deine Schuld, blaffte ihn Felix an. Luca sparte sich Schuldzuweisungen. Es sprach für seine Geistesgegenwart, dass er Lenas Schicksal in einem Sekundenbruchteil verarbeitete. Der Rest der Gruppe hatte Vorrang. Nach Lenas Ausfall galt es zu retten, was noch zu retten war. Jeder weitere Schritt vorwärts bedeutete für sie alle das Ende. Zurück! Sie sprangen hinter das Gemäuer. Alle drei schossen jetzt, ohne Aussicht, zwar einen Treffer zu landen, dafür aber mit der Hoffnung, den verborgenen Kürbiskopf zumindest auf Distanz zu halten. Wo steckt der Misskerl? Felix schäumte vor Ich habe ein Aufblitzen gesehen, gleich hinter. Lukas und Felix erfuhr nicht, wo hinter, denn Nikos Worte endeten abrupt. Er hinterließ auf seiner Ausrüstung so wenig eine Spur, wie Lena vor ihm. Doch während Lukas den Mund aufriss, um seinen Freund einen Befehl zuzurufen, taubte in der Donner einer Explosion jedes Hörvermögen. Er glaubte, taub zu werden und registrierte einen grellen Blitz, gefolgt von einer Druckwelle, die ihm packte und wirbelte Sein Körper schmetterte gegen die Burgmauer. Das letzte Geräusch das er vernahm war ein hässliches Knacken. Dann war da gar nichts mehr. Kapitel 2. Game over. Lukas stellte fest, dass seine Augen geschlossen waren. Er lag auf dem Rücken und genoss kaum Bewegungsfreiheit. Er vernahm ein unterschwelliges Summen, das zwar klang wie ein vorbeiziehender Insektenschwarm, aber eindeutig künstlichen Ursprungs war. Er stammte von Maschinen. Bei der Erinnerung daran kehrte der Junge aus der virtuellen in die reale Welt zurück. Als er die Augen aufschlug, umgab ihn Schwärze. Nicht der kleinste Lichtschimmer drang an den Ort vor, an dem er sich befand. Er wappnete sich mit Geduld, denn er wusste, was als nächstes passieren würde. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis der Vorgang einsetzte. Ein Ruck ging durch die drei Meter lange Kapsel, in der er lag, und ein Verschlussmechanismus löste sich mit metallischen Klacken. Als sich die Abdeckung der Kapsel hob, fiel ein Lichtstrahl durch den schmalen Spalt, der schnell breiter wurde. Lukas vernahm eine Vielzahl von Geräuschen, darunter zwei Stimmen. Er wusste, wem sie gehörten, bevor die beiden Männer in sein Blickfeld gerieten in aufrechtstehender position arretierte der deckel in einer haltevorrichtung woraufhin der junge seinen oberkörper aufrichtete da ist er ja wieder sagte hank einer der beiden männer und es geht ihm gut wie nicht anders zu erwarten schob der andere martin hinterher willkommen zurück in der wirklichkeit lukas sie betrachteten ihn mit ausdruckslosen mienen bei hank und martin handelte es sich um techniker von die das Projekt begleiteten, an dem Lukas teilnahm. Lukas sowie sein Freund Felix, außerdem Lena und Nico. Er erinnerte sich an jeden Augenblick des Abenteuers, das er gerade gemeinsam mit ihnen erlebt hatte. Er schwenkte die Beine über den Rand der Liegefläche und stand auf. Augenblicklich befiel ihm Übelkalt, die Umgebung verschwamm vor seinen Augen und seine Kniekehlen fühlten sich an wie Pudding. Lukas musste sich am Rand der VR-Kapsel festhalten, um nicht zu stürzen. Immer schön langsam, wie es in Hank zurecht, tief Luft holen und danach gleichmäßig ein- und ausatmen. Das gilt für euch alle. Für euch alle? Natürlich. Die anderen waren ebenfalls hier. Lukas tat, wie ihm geheißen. Nach einer kurzen Weile begann sich sein Blick zu klären, und er stand sicher auf den eigenen Füßen. In einem Raum, der mit futuristisch anmutenden Apparaturen angefüllt war, ruhten drei weitere Kapseln, identisch mit der Kapsel, in die Lukas soeben entstiegen war. Der Wust aus Hightech zog sich an den Wänden entlang, von denen eine vollständig mit Computermonitoren bedeckt war. An einigen Stellen reichten die Maschinen bis zur Decke hinauf. Überall glommen rote und grüne Kontrolllämpchen. Über einen Teil der Bildschirme flimmerten Datenkolonnen. Auf anderen waren Ausschnitte aus dem Spiel zu sehen, das Lukas und seine Gefährten Minuten zuvor erlebt hatten. Die vier Kapseln bildeten das Herzstück der Anlage, die aussah wie die Kommandozentrale in einem Science-Fiction-Film. Felix lehnte mit dem Rücken an seiner Kapsel, ein wenig blass um die Nase. Lena schluckte schwer und schaute zwischen den anderen hin und her. Nur Nico krümmte sich. Sie alle hatten ihre Spielskins verloren. Alle sahen wieder aus wie im normalen Leben, weil dies ja das normale Leben ist ging es Lukas durch den Kopf. Tatsächlich waren sie da ja jetzt auch wieder angelangt. Felix war nicht länger der Bone Soldier, sondern ein durchschnittlich aussehender 15-Jähriger mit struppigen braunen Haaren und einer Hasenscharte. Die gleichaltrige Lena trug anstelle ihres Cowgirl-Outfits nun ein grellbuntes T-Shirt mit dem Schiffzug einer Popband und dazu einen ziemlich knappen Ledermini, an dem Lukas' Blick sich einen Moment zu lange festsaugte. Ihre langen roten Haare waren hier wie in der Welt von Fortnite ein echter Hingucker. Nico unterschied sich mit seinen kurzen schwarzen Haaren nur wenig von seiner Persönlichkeit im Spiel. Er wirkte immer noch. Alles in Ordnung? erkundigte sich Martin. Er bekommt zwar ohnehin gleich medizinische Betreuung, aber sollen wir einen Arzt für dich holen? Nein, krächzte Nico. Er schluckte schwer. Mir geht es nicht schlechter als den anderen. Das glaubst du doch selbst nicht. Du müsstest dich mal sehen, dann würde dir schlecht werden. Aber das ist es ja eh schon, versetzte Felix. Der Doc sollte wirklich nach dir sehen. Nein. Nikos Stimme schnitt scharf durch das Biomiathek-Versuchslabor. »Ihr haltet mich wohl für den totalen Kacknub. Das bist du doch auch, stimmte Lena schulterzuckend zu. Was hast du dir bloß dabei gedacht, auf einmal dem wilden Mann zu spielen? Nur ein Anfänger wie du konnte einen solchen Scheiß bauen. Wegen dir haben wir das Spiel verloren. Ein Spiel, ja. Nico lief rot an. Es ist nur ein Spiel. Da braucht man sich doch nicht so aufzuregen. Du tust gerade so, als ob wir. Weiter kam der schwarzhaarige Junge nicht. Er beugte sich vornüber und übergab sich auf den gekachelten Fußboden. Die beiden Techniker sprangen zur Seite, um nicht von den Spritzern getroffen zu werden. Du liebe Güte. Lena verdrehte die Augen. Auch Felix rümpfte die Nase. Er stellt sich an wie ein Mädchen. Der Spruch brachte ihm ein drohendes Funkeln von Lena ein. Was soll das denn heißen? wollte sie. Nein, aber du bist ja auch kein. kein was? Kein Mädchen? Kein so unfähiger Lappen wie der da. Vielen Dank. Nico wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab. Er bot einen bemitleidenswerten Anblick, auch wenn er versuchte, sein Missgeschick herunterzuspielen. Ich habe einen schwachen Magen, der sich bemerkbar macht, wenn ich Hunger habe. Und ich habe Hunger. Blödsinn. Felix winkte ab. Keinen Bissen würdest du runterkriegen, ohne ihn dir gleich ein zweites Mal durch den Kopf gehen zu lassen. Sehr witzig. In Nikos Gesicht arbeitete es. Er suchte nach einer nicht minderwitzigen Entgegnung, ihm fiel aber keine ein, sodass er es vorzog, die Klappe zu halten, um sich keine weiteren blöden Bemerkungen einzuhandeln. Es reicht jetzt. Lukas musterte Felix und Lena. Beide zeigten sich cool, was aber wahrscheinlich Fassade war. Er nahm an, dass ihnen ebenfalls noch übel war von dem Ausflug in die Welt von Fortnite. Er selbst spürte die Nachwirkungen des Aufenthalts in der VR-Kapsel stärker, als ihm lieb war. In seinem Magen rumorte es gewaltig, die blöden Kürbisköpfe schienen einen Ziegestanz darin aufzuführen. Lasst ihn doch mal zu Atem kommen. Das stelle ich mir schwer vor, wenn ich mir die Seele aus dem Leib kotze, feigste Felix. Noob bleibt eben Noob. Nico hob einen Arm, streckte die Hand aus und tat so, als würde er in alle Richtungen gleichzeitig ballern. Ach ja, du hast bestimmt als Superspieler angefangen. Ich habe mich jedenfalls nicht angestellt wie das letzte Opfer, konterte Felix. Beweg dich bloß nicht so schnell, sonst fällt dir dein Abendessen von gestern auch noch aus dem Gesicht. Hank und Martin äußerten sich nicht zu dem Gezänk. Lukas hatte das Gefühl, dass sie den Streit mit wissenschaftlicher Neugier verfolgten. Sie schienen gedanklich zu notieren, wie sich wer der vier unterschiedlichen Spieler verhielt, nicht nur im Fortnite-Spiel, sondern auch in der wirklichen Welt. Vielleicht zogen sie daraus Schlüsse für ihr Projekt und ihr VR-Produkt. Mit einem hat Felix jedenfalls recht, warf Lena in die Runde. Nico ist ein Opfer. Machen wir uns nichts vor. Er hat uns reingerissen und er wird uns beim nächsten Mal wieder reinreißen. Quatsch mit Soße! Ich habe in dem Spiel schon einige Erfahrungen gesammelt. Macht man das nicht so? Bei jedem neuen Anlass weitere Erfahrungen sammeln und dabei immer besser werden? Deine Erfahrungen kannst du aber auch mit anderen Teams sammeln, wehrte Felix ab, um sogleich hinterherzuschieben: Wenn du erst ein Superspieler bist, nehmen wir dich mit Kusshand wieder bei uns auf. So läuft das nicht! schaltete sich Martin in das Gespräch ein. Ihr vier wart in derselben Bewerbungsgruppe und in dieser Zusammenstellung haben wir euch angenommen. Seither bauen wir unsere Studie auf eure vier Charakteren und deren Zusammenspiel auf. Die Gruppendynamik ist ein wichtiger Faktor bei unserem Projekt. Doch diese ändert sich zwangsläufig mit der Zusammensetzung eines Teams. Felix furchte die Stirn. Soll das heißen, wir haben Nico an der Backe kleben? Das soll heißen, ihr alle gemeinsam... Oder keiner von euch, drückte Hank es anders aus. Na prima. Linas Mundwinkel sackten nach unten. Ich dachte, es kommt auch auf unsere individuellen Fähigkeiten und Reaktionen an. Stimmt. Martin nickte. Deshalb wird es auch Einzeltests geben, in denen wir euch unabhängig voneinander unter die Lupe nehmen. Das eine ist für uns vom selben Interesse wie das andere. Es kommt jedoch nicht in Betracht, eins eurer Teammitglieder durch ein anderes zu ersetzen. Das war klar und deutlich, fand Lukas. Als Anführer der Gruppe machte er sich nichts vor. Die Techniker würden unter keinen Umständen von dieser Regelung abweichen. Vermutlich war es nicht einmal ihre eigene Vorgabe. Sie gaben nur weiter, was ihnen von den Firmenchefs aufgetragen wurde. In Lukas verdichtete sich die Ahnung, dass hinter diesen Forschungen mehr steckte, als es den Anschein hatte. "Sind wir uns einig?", hakte Hank nach. "Einer für alle und alle für einen." Meinetwegen, nuschelte Felix mit säuerlichem Unterton. Ja, einverstanden, Nico ist dabei. Dina nickte mürrisch. Von mir aus, da ich es nicht verhindern kann, schleppen wir den Loser eben mit durch. Nico selbst äußerte sich nicht. Er nahm die Entscheidung mit ausdrucksloser Miene zur Kenntnis. Lukas, als Anführer des Teams, lauschte in sich hinein und kam zu dem Ergebnis, dass er kein Problem damit hatte, Nico in der Gruppe zu behalten. Schließlich handelte es sich, wie dieser treffend festgestellt hatte, nur um ein Spiel, auch wenn Felix und Lena einen anderen Ehrgeiz entwickelten. Wie ein Spiel hatte ohnehin alles angefangen, als sie sich vor drei Tagen auf der Insel von Biomeatec kennengelernt hatten. Kapitel 3: Drei Tage zuvor. Felix zog die Schultern zusammen. Vom Wasser pfiff ein kühler Wind herüber, der seine ohnehin struppigen braunen Haare kräftig durcheinanderbrachte. Die Herbstferien begannen, und mit ihnen kam die kühle Jahreszeit. Der fünfzehnjährige Junge schnaubte verdrießlich. Das hätte ich ahnen sollen, beschwerte er sich, auf einer Insel. Wer kommt denn auf eine solche Idee? Biomia antwortete Lukas gelassen, und du hättest es nicht ahnen müssen, weil du es wusstest. Also tu nicht so erstaunt. Die Firmeninhaber haben sicher gute Gründe für den abgelegenen Standort. Vermutlich sogar sehr gute, pflichtete Felix seinem um ein Jahr älteren Freund bei. Ich will gar nicht spekulieren, aber eins kann ich dir sagen in den James Bond Filmen sitzen immer irgendwelche durchgeknallten Wissenschaftler auf unzugänglichen Inseln, um von dort aus die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und du fürchtest, wir haben uns bei einem solchen Kerl beworben? Wäre doch spannend, oder? Felix grinste und deutete unauffällig auf die Gruppe Männer und Frauen, die am Landesteg auf das Eintreffen der Fähre warteten, die sie zu ihrem Arbeitsplatz bringen sollte. Angestellte von Tech, Aber bei solchen Langweilern brauchen wir nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen. Halt die Klappe, zischte Lukas, sonst sind wir unseren Ferienjob los, bevor er überhaupt begonnen hat. Felix legte Daumen und Zeigefinger der rechten Hand aufeinander und fuhr sich damit über die Lippen, als würde er einen Reißverschluss zuziehen. Lukas spähte in den Nebel hinaus, der über den Wasser waberte und eine regelrechte Wand bildete. Ein undeutliches Phantom bewegte sich darin. Es näherte sich dem Land und entpuppte sich als die erwartete Fähre. Die Erwachsenen starrten auf den See hinaus, wie eine Horde Zombies, die Witterung auf Fleisch und Blut aufgenommen hatten. Auf die beiden Jugendlichen achteten sie nicht. Das änderte sich auch nicht, als die Fähre beiträte und am Landestieg anlegte. Ein Matrose in weißer Uniform öffnete eine Schranke, wodurch ein Teil der Rehling passierbar wurde. Etwa ein Dutzend Leute ging an Land, schläfrig, aber doch eilig, um auf den nahen Paarplatz in ihre Autos zu steigen, um möglichst schnell nach Hause zu gelangen. Sobald der letzte von ihnen die Planken freigab, rückten die Warteten der Tagesschicht nach und gingen an Bord. Dann wollen wir mal, forderte Lukas seinen Freund auf. Die Jungen packen ihre auf dem Boden abgestellten Taschen und folgten den Erwachsenen. Beim Betreten der Fähre empfand Lukas einen Anflug von Aufregung, bisher war alles ganz normal gewesen, doch jetzt blieb der feste Boden unter den Füßen hinter ihm zurück und er machte sich auf den Weg zu einer Insel, die er in der weißen Suppe nicht einmal sehen konnte. Hat es dir die Sprache verschlagen? fragte Felix, der merkte, was in dem anderen vorging. Dir etwa nicht? Nein, hörst du doch. Na schön, ich gebe es ja zu, ganz wohl ist mir nicht in meiner Haut. Denkst du immer noch an den großen wahnsinnigen Wissenschaftler, der von der Insel aus die Weltherrschaft an sich reißen will? Ich denke daran, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wie unser Ferienjob überhaupt aussieht. Lukas nickte nachdenklich. Die Stellenbeschreibung von Biomia Tech hatte wirklich nicht viel hergegeben. Trotzdem hatten die Freunde nicht lange überlegt, nachdem sie das Zeitungsinserat gelesen hatten. Schließlich ging es um Computerspiele mit einer neuen VR-Technologie, was sie beide sofort in den Bann geschlagen hatte. Für Spiele wie Fortnite oder Minecraft waren sie nämlich immer zu haben. Erst recht, wenn sie für Spielen auch noch bezahlt wurden. Eine glücklichere Fügung des Schicksals konnte es kaum geben. Nach ihrer Bewerbung waren sie beide angenommen worden und nun auf dem Weg zur Biomärtec, um sich persönlich vorzustellen. Ihr seid wohl neu, brummte der Matrose, als sie an ihm vorbeigingen. Ich habe euch noch nie gesehen. Brandneu sogar, bestätigte Felix. Jung, dynamisch und zu allem entschlossen. Ahoi! Lukas räusperte sich. Ein Ferienjob. Der Matrose hob eine Braue. Gutes gelingen, aber deinem Freund empfehle ich, etwas weniger dynamisch aufzutreten, zumindest etwas weniger vorlaut. Ich richte es ihm aus. Lukas schob an dem weiß-uniformierten vorbei, der hinter ihm die Schranke schloss und folgte seinem Freund an Deck. Schon unangenehm aufgefallen. Lange hast du nicht dafür gebraucht. Gut gemacht. Felix winkte ab. Halb so schlimm. Der alte Siebär wird uns schon nicht anschwärzen. Du hast es doch gehört. Er freut sich, endlich mal ein paar neue Gesichter zu sehen. Das hat er nicht gesagt. Aber gemeint. Man muss auch zwischen den Zeilen lesen können. Du bist unverbesserlich. Die Freunde standen lachend an der Rehling, als die Fähre ablegte und in den Nebel hinaustuckerte. Niemand achtete auf sie. Die Erwachsenen hatten sich ausnahmslos unter Deck verzogen. Die Insel konnte nicht weit draußen liegen. Nach 15 Minuten Fahrt zeichnete sich zwischen den aufreißenden Nebelfetzen ein schmaler Küstenstreifen ab. Gebäude erhoben sich auf dem Eiland, von der Fähre aus noch kaum zu erkennen. Sie wurde langsamer, als der Kapitän Gegenschub gab und schmiegte sich mit der Steuerbordseite an die Anlegestelle. Der Motor stotterte sekundenlang, bevor die Geräusche erstarben. Erst jetzt vernahm Lukas das Plätschern von Wasser, das gegen die kleine Pier klatschte. Wieder öffnete der Matrose die Schranke. Beiläufig, weil er es schon hunderte, wenn nicht tausende Male getan hatte. Mit derselben Routine schob er eine Rampe hinüber. Lass die anderen vorgehen, raunte Lukas seinen Freund zu. Felix nickte wortlos. Die beiden Jungen erkannten links voraus zwei hohe, oben miteinander verbundene Bürotürme, die auf den ersten Blick aussahen wie einer. Auf der Brückenverbindung prangte ein gewaltiger Schriftzug: Viomia. Sie warteten, bis sämtliche Passagiere ausgestiegen waren, dann folgten sie den Biomia Mitarbeitern. Der Matrose in der weißen Uniform tippte zum Abschied mit dem Zeigefinger an seine Mütze. Die Angestellten eilten davon. Sie wussten, wohin sie sich zu wenden hatten. Die Freunde hingegen blieben stehen, weil sie davon ausgingen, dass jemand kam, um sie von der Anlegestelle abzuholen. Hoffentlich haben wir uns nicht im Datum geirrt, unkte Felix. Alter Schwarzeher. Lukas war versucht, auf das Einladungsscheiben in seiner Jackentasche zu schauen. Es erwies sich als überflüssig, denn zwei Männer näherten sich ihnen. Der wabernde Nebel, der allmählich aufriss, spuckte sie regelrecht aus. Der eine war etwas größer, der andere dafür umso breiter. Der eine trug einen teuer aussehenden Anzug, offenbar maßgeschneidert, der andere die typische schwarze Kleidung vieler Sicherheitsfirmen. Siehst du, man hat uns nicht vergessen. Lukas Sauer und Felix Kraus? Der Größere streckte den Jugendlichen die Hand entgegen. Michael Kline von Biomia Tech, Personalabteilung. Willkommen im Kreis unserer Familie. Die Freunde ergriffen die dargebotene Hand und drückten sie. Kline stellte seinen Begleiter als Harold Barnes vom Sicherheitsdienst vor. Das Kraftpaket mit den raspelkurzen Haaren nickte, ohne die Lippen zu bewegen. Allzu gesprächig schien Barnes nicht zu sein. Konversation stand in seinem Aufgabenbereich offenbar nicht an erster Stelle. Darf ich bitte Ihre Ausweise und die Einladungsschreiben sehen? verlangte Kline. Die Freunde kramten die verlangten Dokumente hervor und übergaben sie. Der Mann aus der Personalabteilung betrachtete sie so eingehend, als habe er weder das eine noch das andere je zuvor in seinem Leben gesehen. Nach gründlicher Prüfung gab er die Ausweise zurück. Die Firmenschreiben ließ er in einer Innentasche seines Jacketts verschwinden. Ich danke Ihnen. Ihnen? Ganz schön steif, fand Lukas. Er konnte sich nicht erinnern, schon einmal gesiezt worden zu sein. Es klang ungewohnt, gehörte aber vermutlich zu den Gepflogenheiten eines Konzerns wie Biomia Tech dazu. Wir freuen uns hier zu sein, plapperte Felix darauf los und deutete auf die Bürotürme. Ist das die Firmenzentrale? Ja, das ist sie, jedenfalls ein Teil davon. Kline gab den Jugendlichen einen Wink, ihm zu folgen. Dort werden zum einen wichtige Entscheidungen getroffen, die Auswirkungen auf die weltweite Geschäftspolitik von BiomeaTech haben. Zum anderen beherbergt sie unsere gesamte Verwaltung, eine Reihe von Lehrsälen und die Weltenforschung. Beeindruckend, gab Lukas zu, als sie sich den beiden Männern anschlossen. Die Angestellten, die mit ihnen in der Fähre übergesetzt waren, waren mittlerweile in den verschiedenen Gebäuden verschwunden. Lukas fasste die verspiegelte Fensterfront der Türme ins Auge. Sie machte weite Teile der Fassade aus und glänzte im Sonnenlicht, das seinen Weg durch den sich auflösenden Nebel fand. Er schaute nach rechts hinüber, wo sich ein Wegstück voraus ein weiteres Bauwerk befand, das auf Anhieb ins Auge sprang. Es weitete sich mit steigender Höhe, so dass es oben etwa den doppelten Durchmesser der Basis aufwies. Eine große graue Kugel krönte den Dachabschluss. Wow! entfuhr es Felix. Was ist das? Das ist das Gebäude der Projektleitung. Rechts davor liegen die Trainingsanlagen für die Sicherheitskräfte, wie Ihnen Mr. Barnes bestätigen kann. Wir legen in jedem Bereich Wert auf eine umfassende Ausbildung. Ein wenig links vom Projektgebäude sehen Sie die Forschungsabteilung. Dort befindet sich Ihr Einsatzbereich. Was genau? Bitte, fiel Kline Felix ins Wort, als sie auf eine Treppe zugingen. Er hob beschwichtigend die Hände. Bitte, meine Herren, ich verstehe, dass Sie eine Menge Fragen haben. Unsere Techniker, Hank und Martin, werden Ihnen später ausführlich antworten. Ich mache Sie miteinander bekannt, sobald wir die Sicherheitskontrolle passiert haben. Sicherheitskontrolle? wunderte sich Lukas. Sie haben doch unsere Ausweise und unsere persönlichen Einladungen gesehen. Kline setzte ein Lächeln auf. Es wirkte kalt. Damit ist der Sicherheit nicht annähernd Genüge getan. Lukas wartete auf eine nähere Erklärung, erhielt jedoch keine. Ihr Empfangskomitee benahm sich ganz schön geheimnisvoll. Auf dieser Insel wurden Computerspiele produziert, zwar kam dabei eine völlig neue VR-Technologie zum Einsatz, aber trotzdem blieben es Spiele. Kline und das Kraftpaket Barnes hingegen taten gerade so, als ginge es um das Hüten von Staatsgeheimnissen. Vielleicht hatten sie Angst vor Industriespionage, trotzdem kam ihm ihr Vorgehen übertrieben vor. Der Eindruck vertiefte sich noch, als die Freunde die Treppenstufen hinaufstiegen und dann vor zwei bewaffneten Wachmännern standen. Dem einen zeigten Kline und Barnes Plastikkarten, die sie an Bändern um den Hals trugen. Der andere hielt den Jugendlichen einen kleinen schwarzen Kasten entgegen, der aussah wie die elektronischen Scanner, die Paketzusteller und Kurierfahrer benutzten. Felix starrte das Gerät verständnislos an. Was ist das? Ein Handabdruckscanner, erklärte der Wachmann. Legen Sie bitte die offene Handfläche Ihrer rechten Hand auf das Lesefeld. Lukas war so ratlos wie sein Freund. Die ganze Angelegenheit wurde immer mysteriöser. Wozu diente ein solcher Scan? Felix drehte sich umständlich um, woraufhin Lukas ihn zunickte. Sie standen hier und wollten den fairen Job haben. Wozu also sich weigern? Mit den Scans Ihrer Handabdrücke konnte schließlich niemand etwas anfangen. Felix tat, was von ihm verlangt wurde, und danach war Lukas an der Reihe. Auch er brachte die Prozedur murrend hinter sich, endlich dürften sie passieren, ohne gleich über den Haufen geschossen zu werden, dachte Lukas mit einem Anflug von Galgenhumor. Es hat doch gar nicht wehgetan, machte Barnes einen lahmen Scherz, womit er immerhin den Beweis erbrachte, dass er des Sprechens mächtig war. Und was geschieht jetzt? wollte Felix wissen. Ein düsterer Ausdruck umwölkte seine Mundwinkel, den die Männer nicht deuten konnten. Lukas hingegen kannte ihn gut. Er besagte, die haben sie nicht mehr alle. Stellen Sie uns den Technikern vor, von denen Sie vorhin sprachen? In Kürze, stellte Kliner in Aussicht, vorher führen wir sie herum und zeigen Ihnen, wo Sie sich auf der Insel frei bewegen können. Es gibt genau wie in den Gebäuden Bereiche, die nur einem autorisierten Personenkreis zugänglich sind. Dorthin sollten sie sich nicht verirren. Wir werden daran denken, versprach Lukas. Die Männer führten sie herum und zeigten ihnen, wohin sie gehen dürften und wohin nicht. Die einzigen anderen Menschen, die ihnen bei ihrer Besichtigung begegneten, waren patrouillierende Wachmänner. Die Insel erschien Lukas immer mehr wie eine Festung, was ihm zwar merkwürdig vorkam, doch er nahm sich vor, nicht zu viel in die übertriebenen Sicherheitsvorkehrungen der Firma hineinzuinterpretieren. Nach Beendigung des Rundgangs trennte sich Barnes von ihnen, um anderen Aufgaben nachzugehen. Kline führte die Freunde in einen Komplex, in dem die Unterkünfte lagen, die ihnen für die Dauer ihres Aufenthalts auf der Insel zur Verfügung standen. "Nun haben Sie alles gesehen", sagte der Mann aus der Personalabteilung nachdenklich. "Sie haben es sich nicht anders überlegt? Sie wollen den Ferienjob antreten?" "Auf jeden Fall", antwortete Felix ohne lange zu überlegen. "Willst du mit deiner Entscheidung nicht abwarten, bis wir mit den Technikern gesprochen haben?" fragte Lukas. Nein, wozu? Vielleicht wäre es klüger, sie zuerst anzuhören. Willst du etwa einen Rückzieher machen? Lukas zögerte. Nach kurzem Nachdenken gab er sich einen Rock. Nein, natürlich nicht. Hier sind wir und hier bleiben wir. Es freut mich, das zu hören. Kline zog zwei Formulare hervor und reichte sie den Jugendlichen. Es fehlen nur noch ihre Unterschriften. Ich möchte Sie bitten, diese NDA zu unterschreiben. NDA? Felix nahm das Schriftstück entgegen. Was ist eine NDA? Non-Disclosure Agreement, klärte Lukas seinen Freund auf. Eine Verschwiegenheitsvereinbarung, die uns dazu verpflichtet, sämtliche Informationen, die uns zugänglich gemacht werden, geheim zu halten. Eine Verschwiegenheitsvereinbarung, echote Lukas. Ganz recht. Kline zeigte wieder sein kaltes Lächeln. Eine reine Formalität, mehr nicht. Wenn es denn sein muss? Die Freunde unterschrieben, woraufhin Kline ankündigte, die Techniker werden in Kürze vorbeischauen. Nachdem die Tür hinter dem Mann ins Schloss gefallen war, sprach Felix aus, was schon die ganze Zeit in seinem Gesicht gestanden hatte. Die haben sie nicht mehr alle. Dieser Handabdruckscanner. Reichlich merkwürdig, sinnierte Felix. Und erst die Verschwiegenheitserklärung. Wofür halten die uns für Industriespione? Daran habe ich auch schon gedacht, aber du hast diesen Kline ja gehört, eine reine Formalität. Lukas gab sich gelassen, obwohl ihm bei den übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen vom Biomia Tech ein wenig mulmig war. Felix öffnete die Tür einen Spalt weit und spähte nach draußen. Der Flur lag verwaist da, geräuschlos schloss er die Tür wieder. Jedenfalls lauscht keiner. Jetzt übertreibst du aber. Findest du? Man kann nie wissen. Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste. Stimmt. Ein verschmitztes Lächeln grub sich in Lukas Züge. Vergessen wir nicht, dass auf dieser Insel ein James Bond Bösewicht residiert und Vorbereitungen trifft, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Felix blies die Wangen auf. Das war ein Scherz, du Arsch. Dann haben wir ja nichts zu befürchten. Außerdem. Lukas wedelte seinem Freund mit dem Zeigefinger vor der Nase herum, warst du es, der nicht auf das Gespräch mit den Technikern warten, sondern die Verschwiegenheitsvereinbarung sofort unterschreiben wollte? Ja, schon gut. Felix warf sich rücklings auf eins der beiden Betten. Hören wir auf, eine finstere Verschwörung zu wittern. Das ist doch Blödsinn. Wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich bei Biomeatech. Hätte mir das vor einem halben Jahr jemand erzählt, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Nach den Ferien werden wir in der Schule eine Menge zu erzählen haben. Worauf du dich verlassen kannst. Was wir machen sollen, wissen wir aber immer noch nicht. Das werden uns die Techniker erzählen. Genau. Felix sah sich in den geräumigen Zimmer um. Eigentlich ganz gemütlich. Hier kann man es eine Weile aushalten. Die Jungen begannen damit, ihre Taschen auszupacken. Sie hatten ihre Sachen kaum in einem Schrank verstaut, als es an der Tür klopfte. Lukas öffnete und ein schlanker Mann, etwa doppelt so alt wie die Jugendlichen, trat ein. Er stellte sich als Techniker Hank vor und drückte ihnen nacheinander die Hand. Es freut mich, in den nächsten Tagen mit euch zusammenzuarbeiten, behauptete er. Lukas nahm dankbar zur Kenntnis, dass der Mann sie nicht siezte. Das geht uns genauso. Wir können es gar nicht erwarten. Von uns aus kann es gleich losgehen. Felix schürzte die Lippen. Obwohl wir gar nicht wissen, was wir tun sollen. Spielen, antwortete Hank. Spielen? Die Freunde sahen sich verdutzt an. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Und dafür bekommen wir Geld? platzte es aus Felix heraus. Ganz genau. Zu meiner Schulzeit gab es leider keine solchen fairen Jobs. Einfacher kann man sein Geld nicht verdienen. Das können Sie laut sagen, Doktor Felix. Wann geht es los? fragte Lukas pragmatisch. Warum nicht gleich? schlug Henk vor. Lukas und Felix zwinkerten sich zu. Dagegen hatten sie nichts einzuwenden. Sie folgten dem Techniker, der einen gelassenen Eindruck machte, aus dem Zimmer und durch mehrere Korridore zu dem Gebäudetrakt, in dem die Forschungsabteilung untergebracht war. Dort erwartete die Freunde nicht nur ein weiterer Techniker namens Martin, sondern zwei weitere Jugendliche in ihrem Alter, ein Mädchen und ein Junge. Beim Anblick des rothaarigen Mädchens weiteten sich Lukas' Augen. Hallo Lena, sagte er zur Begrüßung. Hallo Lena, schloss sich Felix an. Das ist ja eine Überraschung. Das kann man wohl sagen, entgegnete die 15-Jährige. Lukas und Felix, euch hätte ich ja nicht erwartet. Allerdings erstaunt es mich auch nicht sonderlich, so spielbegeistert wie ihr seid. Begeistert? Felix grinste. Eher spielverrückt, genau wie du. Du hast dich also auch auf das Inserat hin beworben? Klar. Ihr kennt euch? fragte Martin. Prima, dann brauchen wir euch nicht miteinander bekannt zu machen. Das trifft sich gut. Ihr sollt nämlich gemeinsam spielen. Lukas musterte den anderen anwesenden Jugendlichen. Wer bist du? Nico, antwortete der schwarzhaarige Junge ein wenig linkisch. Ich bin dann wohl der Vierte im Bunde. Henk räusperte sich vernehmlich. Wir werden sehen, wie gut ihr euch im Spiel versteht. In welchem Spiel denn nun? wollte Lukas endlich wissen. In der Stellenbeschreibung stand etwas von Abenteuern in einer virtuellen Realität. Richtig. Martin ging zu einer Tür und öffnete sie. Es handelt sich um eine neue experimentelle Geheimtechnik. Sie erwartet euch im Nebenraum. Als die Jugendlichen hinter den Technikern eintraten, fanden sie sich in einer elektronischen Wunderwelt wieder. Lukas betrachtete die Computerterminals und die Phalanx von Bildschirmen. Dazwischen entdeckte er Geräte und Apparaturen, die er nie zuvor gesehen hatte. Sie wirkten auf ihn, als würden sie aus einem zukünftigen Jahrhundert stammen. Am faszinierendsten waren jedoch die vier Kapseln in der Mitte des Raumes. Die drei Meter langen Behälter standen offen, sodass er einen Blick ins Innere werfen konnte. Viel gab es nicht zu sehen. Ein paar kompliziert aussehende Anschlüsse, die an der Wand der Kapsel verschwanden, eine Liegefläche sowie eine polierte Chromablage, deren Form und Größe darauf hindeuteten, dass sie dazu bestimmt war, den Kopf eines Menschen aufzunehmen. Den Kopf eines Jugendlichen korrigierte sich Lukas gedanklich. Die Abmessungen waren nämlich nicht auf die Körpergröße eines Erwachsenen zugeschnitten. Unsere VR-Kapseln riss in Martins Stimme aus seinen Überlegungen eine technische Weltneuheit von Biomeatech. Ihr gehört zu den ersten Benutzern weltweit, die das Glück haben, in den Genuss eines ganz neuen Spielerlebnisses zu kommen. Ihr sitzt nicht mehr von einem Bildschirm oder einer Konsole, um zu spielen, sondern werdet zu einem interaktiven Teil des Spiels, Fügte Henk hinzu. Gewissermaßen werdet ihr selbst zu dem Spiel. Lukas fühlte Aufregungen, sich aufsteigen. Die futuristische Konstruktion ließ ihn ahnen, wozu dieses neue Wunderwerk der Technik fähig war. Sofern es hielt, was sich die Erfinder davon versprachen. Doch daran zweifelte er nicht. Die Verantwortlichen von DomeaTech würden keine Probanden zum Spielen einladen, wenn sie den geringsten Zweifel an der Funktionalität der VR-Kapseln hätten. Wie funktioniert das? wollte er wissen. Martin deutete auf das chromblitzende Kopfstück. Dieser Sensor ist mit einer Datenbank verbunden, aus der eine Reihe von Computerspielen abrufbar sind. Hierüber wird das ausgewählte Programm direkt in den Verstand des Spielers geladen. Wir sehen also keine Bilder von Spielsequenzen, hakte Lena nach. Wir folgen nicht mehr dem Geschehen, das wir sehen, und reagieren dann darauf? Nein, denn es gibt keine optischen Eindrücke mehr, erklärte Henk. Die Visualisierung findet aus dem Spiel heraus direkt in eurem Kopf statt, ohne Umweg über Hilfsmittel wie Bildschirme. Das führt dazu, dass ein Spieler jede einzelne Szene dreidimensional wahrnimmt. Er steht mittendrin, hat unmittelbaren Zugriff auf die künstlich erzeugte Umgebung und interagiert direkt sowohl mit anderen Mitspielern als auch mit den Spielfiguren, die ihm übrigens nicht als solche erscheinen, sondern als real existierende Personen. Man kann also nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden, signierte Felix. Genau, das ist der Sinn einer virtuellen Realität. Henk verhehlte seinen Scholz nicht. Es ist uns gelungen, eine neue Welt zu erschaffen. Ach was, nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von Welten. Theoretisch sogar eine unbegrenzte Anzahl. Das hängt allein von der Menge der gespeicherten Spielwelten ab. Unsere virtuelle Technik garantiert viel mehr als bloß ein visuelles Erlebnis, fuhr Martin fort. Ihr könnt darin richtig fühlen, denn es ist eine perfekte Simulation. Werdet ihr von einem Schuss getroffen, erlebt ihr den Schmerz. Alles um euch herum wird lebendig. Sobald ihr in unsere Kapseln gestiegen seid und das Programm startet, fühlt ihr euch so real wie in unserer eigenen wirklichen Welt. Euch lenkt nichts ab, was nicht innerhalb des Spiels stattfindet. Solange ihr euch darin aufhaltet, bleibt die Außenwelt für euch abgeschaltet. Wow! Felix staunte mit offenem Mund. Man kann also beispielsweise in die Welt von Fortnite eintauchen? Martin nickte. Richtig. Beise in die Welt von Fortnite eintauchen? Martin nickte. Richtig. Lukas horchte auf. Auch in Minecraft? Ja. Was ist mit Assassin's Creed? fragte Lina. Genauso. Nico rang mit den Händen. Und PUBG? Das geht alles. Das ist noch viel mehr. Martin betrachtete die Jugendlichen der Reihe nach. Doch, wir haben Fortnite für euch ausgewählt. Fortnite ist klasse, begeisterte sich Lukas. Aber wieso ausgerechnet dieses Spiel? Weil wir für die anderen Spiele bereits Projekte laufen haben. Zuletzt haben wir mit Minecraft begonnen, auch dort ist eine Gruppe wie die eure im virtuellen Einsatz. Biomia Tech hatte sich zum Ziel gesetzt, bei den Spielneuheiten stets am Puls der Zeit zu sein, und nun ist Fortnite dran. Dann los forderte Nico. Warum spielen wir nicht endlich, statt zu reden? Fortnite ist meine Spezialität, ihr werdet schon sehen. Lukas, Felix und Lena sahen den Schwarzhaarigen an. Es gefiel ihnen nicht, dass er sich in den Vordergrund stellte. Ganz schön große Klappe für einen, den wir nicht kennen, warf Lena ihm vor. Wie heißt es doch so schön? Hunde, die Bellen beißt nicht. Ich weiß, was Lukas und Felix können, du musst uns aber erstmal beweisen, wozu du außer mit deinem Mundwerk fähig bist. Danches, dazu noch von einem Mädchen, saß. Nikos senkte den Blick und kaute auf seiner Unterlippe. Lukas beobachtete ihn aufmerksam. Er wurde aus dem Burschen nicht schlau. Nico hatte tatsächlich eine große Klappe, schien andererseits aber nicht allzu viel Selbstbewusstsein zu besitzen. Das konnte sich in einem Spiel, in dem es darum ging, sich möglichst effektiv gegen eine Vielzahl von Gegnern durchzusetzen, schnell als hinderlich erweisen. Nun, wenn es erst losging, würden sie schon sehen, was sie an ihm hatten. Das alles bedeutet einen gewaltigen Aufwand, überlegte Lukas laut. Er deutete in die Runde, besonders auf die VR-Kapseln, und es verursacht bestimmt enorme Kosten, nur um einige, wenn auch tolle Spiele, auf eine neue Weise zu präsentieren. Das kann ich mir nicht recht vorstellen. Die Techniker zögerten. Henk rang mit den Händen und Martin kratzte sich an der Nase. Lukas ahnte, dass er mit seiner Vermutung ins Schwarze getroffen hatte. Daraus, was in den Spielen geschieht, ziehen unsere Spezialisten Rückschlüsse in anderen Bereichen. In welchen denn? Das zu erläutern würde zu weit führen, wich Henk aus. Es ist für eure Teilnahme an dem Projekt unerheblich. Es würde möglicherweise sogar die Testergebnisse verfälschen. Lukas bohrte nicht weiter, denn er spürte, dass es keinen Sinn hatte. Die Techniker waren nicht bereit, Hintergrundinformationen preiszugeben. Bevor wir in das eigentliche Spiel einsteigen, geben wir euch einen Vorgeschmack auf die virtuellen Eindrücke, wechselte Henk das Thema. Und zwar einzeln, damit jeder von euch sich ein eigenes Bild machen kann. Wenn es danach richtig losgeht, werdet ihr als Team agieren. Martin machte eine einladende Handbewegung. Nehmt jetzt in den Kapseln Platz. Auf einmal kam Lukas die Situation unwirklich vor. Bisher war alles reine Theorie gewesen, doch nun ging es ans Eingemachte. Er musste sich überwinden, dieses geheimnisvolle Neuland zu betreten. Den anderen ging es ebenso. Sie zögerten, standen da wie angewurzelt. Keiner von ihnen traute sich, den ersten Schritt zu machen. Lukas entschied, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Er gab sich einen Ruck und ging auf die vordere Kapsel zu. Seine Kameraden verfolgen, wie er sich auf den Rand der Liegefläche setzte. Das war für sie das Zeichen, es ihm gleich zu tun. Felix, Lena und Nico steuerten nun jeweils eine der freien Kapseln an. Lukas ließ sich auf den Rücken nieder. Vorsichtig bettete er seinen Kopf in die dafür vorgesehene Aufnahmevorrichtung. Der Deckel löste sich aus seiner Arretierung, er schwang geräuschlos zu und sperrte das Licht aus. In der Dunkelheit fielen Lukas die Augen zu. Im selben Augenblick schoss etwas in seinen Kopf. Für einen Moment weigerte sich sein Verstand, die auf ihn einstürzenden Eindrücke zu akzeptieren. Instinktiv blockte Lukas die Bilder, Geräusche und Gefühle ab, weil sie unter normalen Umständen nichts in seinem Kopf verloren hatten. Es dauerte eine Weile, bis er überhaupt begriff, was geschah. Dann öffnete er seinen Geist, ganz vorsichtig, um von der einsetzenden Woge nicht fortgespült zu werden. Die atemberaubenden Eindrücke ließen ihn aufstöhnen. Er öffnete die Augen und stellte fest, dass er sich nicht mehr bei Biomiathek aufhielt. Er erschrak und schrie auf. Er flog durch die Luft, unter sich den Boden. Dichte Vegetation erstreckte sich dort, ein Waldstück und ein paar Wiesen. In der Ferne erkannte er die Umrisse einer Ansiedlung. Allerdings saß er nicht in einem Flugzeug. Er stand in einem Bus, die wie die Gondel unter einem Fesselballon hing und von diesem durch die Luft getragen wurde. Erst jetzt begriff er, dass er nicht wirklich flog. Dies war die Welt von Fortnite. Allerdings hatte er sie noch nie aus dieser Perspektive wahrgenommen. Sie flimmerte nicht vor seinen Augen über einem Bildschirm, er hielt sich tatsächlich in ihr auf. Im Battlebus. Der Erdboden lag tief unter ihm, und wenn er den Kopf in den Nacken legte, schaute er in den wolkenlosen Himmel hinauf. Er drehte sich um und sah nicht etwa auf die rückwärtige Wand seines Zimmers sondern in eine andere Himmelsrichtung, wo sich jenseits der Inselküste das blaue Meer abzeichnete, das bis zum Horizont reichte. Unglaublich. Lukas sprach und er vernahm seine eigenen Worte. Der Wind pfiff durch eine offenstehende Tür des Busses und zerrte an ihm. Als Lukas an sich hinunterschaute, stellte er fest, dass er nicht mehr dieselbe Kleidung trug, mit dem er bei Biomeathek eingetroffen war. Sein Abbild in einer Fensterscheibe bestätigte es. Er trug einen Werwolf-Skin, die Kleidung eines erfahrenen Spielers. Das traf zu und wurde ihm durchaus gerecht. Auf seine Fertigkeiten als Fortnite-Spieler konnte er sich, ohne wie Nico damit zu protzen, etwas einbilden. Eine Last auf seinen Schultern und seinem Rücken machte ihn darauf aufmerksam, dass er zudem einen zusammengefalteten Fallschirm trug. Unter den fliegenden Bus blieb der Wald zurück. Die Ansiedlung kam in Reichweite. Lukas erkannte sie an dem bürgerrestaurant das einen Großteil der Siedlung ausmachte. Greasy Grove. Wenn er den kleinen Ort nicht verpassen wollte, musste er nun springen. Springen! Die Vorstellung erschreckte ihn, denn er ließ keine Spielfigur abspringen, denn fall er auf dem Bildschirm miterlebte, er selbst, er ganz allein, musste abspringen. Jedenfalls herrschte dieses Gefühl in ihm vor. Natürlich wusste er, dass er in dem Forschungslabor in einer VR-Kapsel lag, doch seine Wahrnehmung sagte ihm etwas anderes. Er flog und unter ihm gähnte der Abgrund. Versagte der Hängegleiter, würde er am Boden zerschellen. Zum Glück litt er nicht unter Höhenangst, doch das änderte nur wenig. Mit einem Fallschirm in ein paar hundert Metern Höhe aus einem fliegenden Bus abspringen, der totale Wahnsinn. Adrenalin raste durch seinen Körper, sein Blut geriet in Wallung, sein Selbsterhaltungstrieb schrie warnend auf und alles in ihm sträubte sich dagegen, den einen entscheidenden Schritt durch die offenstehende Bustür zu tun. Das war wie Bungee-Jumping, das taten echt nur Verrückte. Lukas hätte sich jedenfalls um nichts in der Welt zu einem Sprung in die Tiefe hinreißen lassen, bei dem er nur an einem blöden Gummiseil hing. Aber das hier ist nur eine Illusion. Schärfte er sich ein. Nicht deine gewohnte Wirklichkeit, sondern eine virtuelle Realität, dir kann nichts passieren. Er trat nach vorne, ohne sich dessen richtig bewusst zu sein. Er fiel ins Bodenlose und der Bus blieb über ihm zurück. Lukas schrie und er fiel und fiel. Dann merkte er, dass er in der Lage war, den Gleiter zu steuern, ganz so, wie er es zu Hause beim Spielen von Fortnite tat. Die Handhabung der Tools unterschied sich durch nichts voneinander. Hier wurde nur alles viel realer, als er es sich am Bildschirm jemals hätte vorstellen können. Nachdem er die halbe Strecke im freien Fall zurückgelegt hatte, kehrten die Automatismen zurück, die er von seinem Computer her kannte. Er löste den Fallschirm aus, daraufhin ein Ruck durch den Gleiter und durch seinen Körper ging. Gemächlich schwebte Lukas dem Erdboden entgegen. Ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmte ihn. Nach sekundenlanger Verwirrung fand sich Nico in Lucky Landing wieder. Als er am südlichen Ende der Insel landete, fühlte er sich alles andere als glücklich. Er war allein und weit ab vom Schuss, wie man so schön sagte. Doch er spürte festen Boden unter den Füßen und er trug ein Fortnite-Kostüm. Einen simplen Latinos-Kinn zwar nur, aber besser als nichts. Und besser als seine normale Straßenkleidung allemal. Wenn er sich im Spiel bewährte, würde er schon bald einen besseren Skin bekommen. Er rollte sich ab, sprang auf und drehte sich einmal um sich selbst. Die zu seiner Ausrüstung gehörende Maschinenpistole glitt wie von selbst in seine Hand. Er wunderte sich nicht darüber, eine Waffe zu besitzen, obwohl die Spieler bei einem normalen Fortnite-Spiel nach dem Absprung aus dem Bettelbaß zunächst keine Ausrüstung bei sich trugen. Die mussten sie sich erst besorgen, bevor sie in den Kampf gegen andere Gruppen zogen. Doch anscheinend hatten die Techniker oder die VR-Programmierer dafür gesorgt, dass er nicht ganz mit leeren Händen dastand. Ohnehin ging Nico nicht davon aus, dass ihm ein Kampf bevorstand. Noch nicht. Er und die anderen sollten zunächst einmal Eindrücke sammeln, bevor sie in der virtuellen Fortnite-Welt gegen einen Gegner antraten. Und gleich die ersten Eindrücke bewältigten die Jungen. Die Techniker hatten nicht übertrieben. So wie das hier hatte er sich ein perfektes Computerspiel immer vorgestellt, nicht von außen eine Figur lenken, sondern eine Figur in dem Spiel sein, von innen heraus direkte Zugriffsmöglichkeiten haben und durch die eigene Anwesenheit in dieser Welt Dinge bewirken können. Da sich niemand in seiner Nähe aufzuhalten schien, ging er auf die nahen Gebäude von Lucky Landing zu. Die japanische Bauweise der Gebäude hatte etwas anmutiges, und der große Baum voller violetter Blüten im Zentrum rundete das Bild ab. Es kam ihm so vor, als spazierte er durch die Straßen einer echten Stadt. Die scheinbare Realität war geradezu erschreckend. Erschreckend schön allerdings. Nico hätte jubeln können. Er erlebte den Traum eines jeden Gamers. Die VR-Kapsel von tech stellte eine Revolution in der Computerspielszene dar. Fortan würde man nie wieder dasitzen und auf einem Bildschirm glotzen müssen, indem man im Eifer des Gefechts am liebsten hineingekrochen wäre, um der eigenen Spielfigur Feuer unterm Hintern zu machen. Er war drin, er war tatsächlich drin. Nein, wisperte eine Stimme in seinen Kopf, lass dich nicht täuschen. Er rief sich in Erinnerung, dass er in einer Fahrerkapsel lag. Obwohl sein Verstand ihm dies unmissverständlich offenbarte, fiel es Nico schwer, die Wahrheit zu akzeptieren. Bewegungen an der rechten Begrenzung seines Blickfelds erregten seine Aufmerksamkeit. Er wirbelte herum und entdeckte vier Figuren wie aus dem Nichts aufgetauchte Gegner. Gleich eine ganze Gruppe. Einer sah aus wie eine menschengroße, aufrechtgehende Katze mit blauem Fell, rötlichen Ohren und einem langen Mantel. Ein anderer wie eine kraftstrotzende Gottheit aus der nordischen Göttersauger mit martialischer Rüstung und einem Knochenhelm. Dann waren da noch Rotkäppchen und ein geflügelter Zweibeiner, der aus Marmor gemeißelt zu sein schien, seinen drei Kameraden an Lebendigkeit jedoch in nichts nachstand. Nico wurde eines Besseren belehrt. Von wegen ihn erwartete keinen Kampf, da hatte er sich wohl getäuscht. Sie bemerken ihn im selben Moment wie er sie. Zu Hause vor seinem Bildschirm hätte er gedankenschnell reagiert, doch die vollkommen veränderten Bedingungen ließen ihn einen Sekundenbruchteil zu lange zögern. Die Spielfiguren hingegen agierten so wie von den Spielprogrammierern vorgesehen. Sie griffen an. Schlagartig kam Bewegung in Nico. Er riss die Maschinenpistole hoch, genau den Augenblick seines Zögerns zu spät. Bevor er den Zeigefinger um den Abzug krümmen konnte, blickte er in die schwarz schimmernden Mündungen einer doppelläufigen Schrotflinte. Er vernahm den Knall und spürte, wie er getroffen wurde. Kein einziger Tropfen Blut spritzte. Nico starb auch nicht. Er wurde einfach aus dem Spiel und aus der virtuellen Realität genommen. In der nächsten Sekunde lag er wieder in der VR-Caps. Da sich niemand in seiner Nähe aufzuhalten schien, ging er auf die nahen Gebäude von Lucky Landing zu. Die japanische Bauweise der Gebäude hatte etwas Anmutiges. Und der große Baum voller violetter Blüten im Zentrum rundete das Bild ab. Es kam ihm so vor, als spazierte er durch die Straßen einer echten Stadt. Die scheinbare Realität war geradezu erschreckend, erschreckend schön allerdings. Nico hätte jubeln können, er erlebte den Traum eines jeden Gamers. Die VR-Kapsel von Biomeatech stellte eine Revolution in der Computerspielszene dar. Fortan würde man nie wieder dasitzen und auf einem Bildschirm glotzen müssen, indem man im Eifer des Gefechts am liebsten hineingekrochen wäre, um der eigenen Spielfigur Feuer unterm Hintern zu machen. Er war drin, er war tatsächlich drin. Nein, wisperte eine Stimme in seinen Kopf, lass dich nicht täuschen. Er rief sich in Erinnerung, dass er in einer vr lag. Obwohl sein Verstand ihm dies unmissverständlich offenbarte, fiel es Nico schwer, die Wahrheit zu akzeptieren. Bewegungen an der rechten Begrenzung seines Blickfelds erregten seine Aufmerksamkeit. Er wirbelte herum und entdeckte vier Figuren wie aus dem Nichts aufgetauchte Gegner. Gleich eine ganze Gruppe. Einer sah aus wie eine menschengroße, aufrechtgehende Katze mit blauem Fell, rötlichen Ohren und einem langen Mantel. Ein anderer, wie eine kraftstrotzende Gottheit aus der nordischen Göttersaga, mit martialischer Rüstung und einem Knochenhelm. Dann waren da noch Rotkäppchen und ein geflügelter Zweibeiner, der aus Marmor gemeißelt zu sein schien, seinen drei Kameraden an Lebendigkeit jedoch in nichts nachstand. Nico wurde eines Besseren belehrt. Von wegen, ihn erwartete keinen Kampf. Da hatte er sich wohl getäuscht. Sie bemerken ihn im selben Moment wie er sie. Zu Hause vor seinem Bildschirm hätte er gedankenschnell reagiert, doch die vollkommen veränderten Bedingungen ließen ihn einen Sekundenbruchteil zu lange zögern. Die Spielfiguren hingegen agierten so wie von den Spielprogrammierern vorgesehen. Sie griffen an. Schlagartig kam Bewegung in Nico. Er riss die Maschinenpistole hoch, genau den Augenblick seines Zögerns zu spät. Bevor er den Zeigefinger um den Abzug krümmen konnte, blickte er in die schwarz schimmernden Mündungen einer doppelläufigen Schrotflinte. Er vernahm den Knall und spürte, wie er getroffen wurde. Kein einziger Tropfen Blut spritzte. Nico starb auch nicht. Er wurde einfach aus dem Spiel und aus der virtuellen Realität genommen. In der nächsten Sekunde lag er wieder in der VR-Kapsel. Kapitel 4 Fehler im System. Seitdem waren drei Tage vergangen. Sie alle hatten bei ihrem ersten Besuch in der virtuellen Welt von Fortnite ihre persönlichen Erfahrungen gemacht und sich anschließend über ihre Eindrücke unterhalten. Diese war nicht ausschließlich positiv. Jeder der vier Jugendlichen machte auch negative Erfahrungen, angefangen bei wiederholter Übelkeit, über körperliches Unbehagen bis hin zu Kopfschmerzen. Doch all das wurde vom Adrenalin und den ausgeschütteten Glückshormonen überspielt. Keiner von ihnen wollte sich den nächsten Ausflug in die VR-Welt entgehen lassen. Die Techniker schienen mit der Reaktion der Jugendlichen voll und um ganz zufrieden zu sein, weitere Ausflüge waren gefolgt, jede für sich allein und in verschiedenen Szenarien. Schließlich waren sie in ihr erstes gemeinsames Abenteuer eingetaucht in den Haunted Hills, das mit dem Fiasko gegen die Kürbisköpfe endete. Passiert ist passiert, dachte Lukas. Mund abputzen und weitermachen. Denn nun, drei Tage später, standen sie wieder in dem Forschungstrakt mit den VR-Kapseln und bereiteten sich auf ihren nächsten Einsatz in der virtuellen Realität vor. Abermals lockte Fortnite. Felix und Lena hatten Nico, dessen Patzer, zwar immer noch nicht verziehen, doch ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich zusammenzuraufen. Das verlangten die Techniker von den Jugendlichen. Martin klatschte unternehmungslustig in die Hände Seid ihr bereit? Bin ich, antwortete Lukas. Ich auch, schloss sich Felix an. Aber sowas von bereit, versicherte Lena. Es kann losgehen, tönte Nico und wandte sich seiner VR-Kapsel zu. Worauf wartet ihr noch? Keine Müdigkeit vortäuschen. Lena warf ihm einen giftigen Blick zu. Mäßige dich ein bisschen, du Anfänger. Wenn du es wieder vergeigst, kannst du dich auf etwas gefasst machen. Nikos Mundwinkel zuckten. Er stieg in die Kapsel, legte sich auf den Rücken und tat so, als würde er das Mädchen ignorieren. Die anderen nahmen ebenfalls in ihren Kapseln Platz. Was folgte, kannte Lukas bereits. Kaum dass er seinen Kopf in die polierte Chromablage gebettet hatte, begann sich der Deckel zu schließen. Es wurde schwarz um ihn. An die je entstehende Verbindung zwischen seinem Gehirn und dem Programm, das in seinem Kopf eindrang, wie ein schleimiges Tentakelmonster, hatte er sich inzwischen gewöhnt. Voller Vorfreude schloss er die Augen, um sich auf seine Gefährten zu konzentrieren. Sie alle waren damit beschäftigt, sich auf ihre Charaktere vorzubereiten. Sie schlüpften in die Skins, mit denen sie im Spiel auftraten. Lukas wurde wieder zu dem Werwolf, Felix zum Bone Soldier und Lena zum Cowgirl Calamity. Nur der Außenseiter Nico musste sich weiterhin mit seinem Hawk Standard Skin begnügen. Vielleicht, so überlegte Lukas, preschte Nico deshalb dauernd vor. Er wollte sich mit aller Macht einen neuen Skin besorgen. Dabei bestand aber die Gefahr, dass er durch seine Ungeduld wieder alles zunichte machte. Doch sie hatten dem Noob eindringlich ins Gewissen geredet. Diese Überlegungen endeten, als gänzlich andere Bilder in Lukas Verstand traten. Der Junge merkte, dass die Simulation einsetzte. Die Verbindung zwischen den Gefährten und zu dem virtuellen Szenario, das sie erwartete, kam zustande. Gerade als die Session einsetzte, geschah etwas Unerwartetes. Lukas vernahm ein auf- und abschwellendes Heulen. Der Alarm entstand nicht in seinem Kopf. Er kam also nicht aus der Welt von Fortnite, sondern aus dem Labor von Tech. Martin ließ sich auf seinen Stuhl fallen und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er fasste die Bildschirme ins Auge, auf ihnen konnte der Techniker sehen, was auch die Probanden sahen. Auf diese Weise begleiteten sie die Jugendlichen bei jedem Schritt in der virtuellen Welt. Nichts von dem, was die drei Jungen und das Mädchen unternahmen, entging ihnen. Das galt auch für deren Gefühle und Unterhaltungen. Außerdem wurden permanent die Vitalfunktionen der Kids ermittelt, übertragen und von Medizinern überwacht. Die vier sind schwerer zu hüten als ein Sack Flühe, beschwerte sich Henk. Es war vielleicht doch keine so gute Idee, durch die Aufnahme von Nico die Homogenität der Gruppe zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, widersprach Martin. Gerade die unterschiedlichen Charaktere und mögliche Differenzen innerhalb der Gruppe führen zu Resultaten, die sich aus den Spielszenarien in die reale Welt übertragen lassen. Wahrscheinlich hast du recht. Trotzdem wäre es besser gewesen, ihnen unerkannt eine KI-Begleiterin an die Seite zu stellen. Du meinst so wie in der Minecraft-Welt? Genau. Hank nickte. So wie bei Ian. Diese Sicherung hat sich bisher als gute Idee erwiesen. Hm. Machte Martin nachdenklich. Mag sein, aber dafür ist es zu spät. Wir können die KI-Begleiterin nicht nachträglich programmieren, ohne dass unsere vier Verdacht schöpfen. Übrigens, was machen unsere Minecraft-Versuchsobjekte eigentlich im Moment? Hank warnte sich ein paar anderen Bildschirmen zu und rief zugleich eine Reihe von Daten auf. Nach dem Erfolg bei den Piraten auf der Knocheninsel lassen es Ian und Nene langsam angehen. Ian bemüht sich um Zusammenarbeit mit Olys. Er scheint sogar Erfolg zu haben. Abwarten. Diesen Olysses ist nicht zu trauen. Stimmt, pflichtete Hank seinem Kollegen bei. ulyss reichte eine Hand, um die neue Freundschaft zu besiegeln und stößte mit der anderen einen Dolch in den Rücken. Nun übertreibst du, merkte Martin an. Ich meine es sinnbildlich. Ein jäh aufheulender Alarm unterbrach das Gespräch der beiden Techniker. Hank zuckte erschrocken zusammen und Martin kippte fast mit seinem Stuhl um. Der plärrende Alarm bedeutete nichts Gutes. Nun leuchteten an den Arbeitspulten mehrere rote Warnlampen auf, die Anlass zu größter Besorgnis gaben. Etwas stimmt nicht mit dem Fortnite-Programm, stieß Henke aus. Du meinst, die Jugendlichen sind in Gefahr? Martin machte Anstalten, das soeben erst anlaufende Spiel abzuschalten. Wir müssen sie da rausholen. Nein, warte. Henks Stimme schnitt durch das Labor. Was ist denn los? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich weiß, aber ich muss etwas überprüfen. Ich fürchte nämlich, da geht gerade etwas ganz gewaltig schief. Als sich Henk vor ein Terminal wuchtete und mit fliegenden Fingern eine Reihe von Eingaben vornahm, wurde die Tür aufgerissen. Weitere Techniker und mehrere Männer der Sicherheit stürmten herein. Sie überzogen die Anwesenden mit Fragen. Schon gesellten sich zwei wissbegierige Mediziner hinzu. Binnen Sekunden herrschte ein ausgemachtes Durcheinander. Kann bitte irgendjemand diesen Höllenlärm abschalten? schimpfte Henk. Martin hieb auf einen Schalter und das Holm brach ab. Wohltuende Ruhe trat an seine Stelle, nur durchbrochen von der Fragenflut, der sich der Techniker ausgesetzt sah. Immer mit der Ruhe, fragte Martin nachdrücklich. Wir haben den Alarm nicht ausgelöst, das war die Automatik. Wir wissen selbst noch nicht, was los ist. Henk versucht gerade, es herauszufinden. Die Männer wappneten sich mit Geduld, Sie begriffen, dass ihr Drängen die Situation nur noch verschärfte. Henk arbeitete schnell und konzentriert. Je mehr Daten er erhielt, desto finsterer wurde seine Miene. Hin und wieder murmelte er eine Verwünschung. Als er endlich von dem Terminal abließ und sich auf dem Stuhl umdrehte, bebten seine Lippen. Wir haben ein Problem. Wir haben ein verdammt übles Problem. Könnt ihr mich hören? Die Stimme erklang in Lukas Kopf aber er wusste sofort, dass sie nicht aus der virtuellen Welt kam. Er erkannte sie nämlich auf Anhieb. Sie gehörte dem Techniker Hank und wurde durch die Technik der VR-Kapsel übertragen. Sicher, meldete sich Lena. Ich höre sie ebenfalls. Das war Felix. Hm? brummte Nico kurz angebunden. Lukas ahnte, dass etwas nicht stimmte, denn die Prozedur wich von den bisherigen Eintritten in die Spielwelt von Fortnite ab. Sobald das Spiel startete, ließen die Techniker die Jugendlichen in Ruhe, um sie bei dem, was vor ihnen lag, nicht zu stören. Was gibt es? fragte er lauernd. Ein Problem, antwortete Henk nach kurzem Zögern. Eine unbestimmte Furcht schnürte Lukas die Kehle zu. Vor seinem inneren Auge sah er bereits den blauen Himmel der Fortnite-Welt auf sich zukommen. Die künstliche Realität baute sich auf. Was für eins? Ein Fehler im VR-System hat einen automatischen Alarm ausgelöst. Das haben wir gehört. Bedeutet das einen Spielausfall? Nein, antwortete der Techniker, eine Spur zu hastig diesmal. Aber in dem Programm ist etwas durcheinander geraten. Anscheinend haben gewisse Subroutinen eine Veränderung im Programmablauf bewirkt. Subroutinen? Was ist das für ein Kauderwelsch? schaltete sich Lena ein. Egal, ich will es gar nicht wissen, erklären Sie mir lieber, wieso Sie um den heißen Brei herumreden, was ist das für eine Veränderung im Programm? Wenn einer von euch im Spiel stirbt, könnte das auch in der Wirklichkeit passieren, eröffnete Henk den Jugendlichen tonlos, was er herausgefunden hatte. Das würde nämlich einen gehörigen Schock für euren Körper bedeuten, zumindest könnte es sehr negative Auswirkungen haben. Ich glaube, ich spinne, rief Felix. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Leider doch. Lukas bemühte sich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Also schön, dann spielen wir eben nicht. Schalten Sie die VR-Kapseln ab und lassen Sie uns raus. Das, das geht leider nicht, stotterte Henk. Wie bitte? Lukas wirkte einen imaginären Kloß die Kehle hinunter. Sie brauchen doch bloß die verdammten Deckel dieser verdammten Sardinenbüchsen aufzumachen. Nein, so einfach ist das nicht. Das Programm ist bereits gestartet. Ja, das merke ich, ich sehe die ersten Bilder der Fortnite Welt. Und? Das Programm zu unterbrechen und euch sofort herauszulassen, würde erst recht einen Schock auslösen, der euch tötet. Auf einmal redeten alle durcheinander, nicht nur Felix und Lena, sondern auch Nico. Lukas glaubte ebenfalls etwas von sich zu geben, war sich dessen aber nicht sicher. Jedenfalls verstand er kein Wort. Es dauerte eine Weile, bis sich die Gemüter wieder beruhigten. Plötzlich schrie Nico auf. Wir verrecken also, so oder so? Unsinn, ihr werdet nicht sterben, beeilte sich hängt zu sagen. Also überzeugt davon klang er nicht, fand Lukas. Ihr spielt das Spiel bis zum Ende durch, versteht ihr? Ihr müsst durchhalten, das ist die einzige Chance. Danach holen wir euch raus. Leichter gesagt als getan. Lukas behielt seinen Einwand für sich. Er war geschockt, genau wie seine Kameraden. Unversehens schwebte ein Damoklesschwert über ihren Köpfen. Aus dem nächsten Spiel, auf das sie sich gefreut hatten, wurde plötzlich blutiger Ernst. Wenn sie nicht Acht gaben, erlebten sie das Ende des Spiels nicht. Sie vier eingerechnet, gingen insgesamt 100 Kämpfer an den Start. Wie groß mochte die Wahrscheinlichkeit sein, die Kämpfe zu überstehen und das Auge des Sturms zu erreichen, bevor es sie erwischte? Lukas dachte lieber nicht darüber nach. Dazu blieb ihm ohnehin keine Zeit, denn die Umgebung veränderte sich. Er lag nicht länger in der VR-Kapsel. Zumindest gaukelte die virtuelle Realität ihm das vor. Die künstliche Welt von Fortnite baute sich auf und er war ein Bestandteil davon. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Kapitel 5: Das tödliche Spiel beginnt. Der Heißluftballon mit dem Battlebus schwebte über der Ostküste der unbewohnten Insel. Felix, Lena und Nico umringten Lukas. Oder besser, Bound Soldier mit dem Schädeldrooper-Skin, Cowgirl in ihrem Calamity-Skin und der Noob mit seinem Hawk-Anfänger-Outfit. Trotz der Skins seiner Freunde konnte Lukas aus den Gesichtern ablesen, was in ihrem Inneren vorging. Sie waren verunsichert, hatten Angst. Bisher waren sie unbeschwert ins Spiel gegangen, zwar mit dem Verlangen zu gewinnen und über ihre Gegner zu triumphieren, aber doch mit einer gewissen Lockerheit. Nun hatte sich alles verändert. Er spürte die Verkrampfung seiner Gefährten. Noch etwas anderes wurde ihm klar. Er merkte es an der Art, wie sie sich um ihn scharten. Wie auf eine stumme Vereinbarung hin, akzeptierten sie ihn als Anführer der Gruppe. Lukas, alias der Werwolf im dire Skin, war bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Einer musste es schließlich tun und er sah sich aufgrund seiner Fortnite-Spielerfahrung am ehesten dazu befähigt. Also gut begann er. Wir stecken in einer beschissenen Lage. Es geht nicht länger darum, möglichst viele Gegner auszuschalten, um das Spiel zu gewinnen, sondern nur noch ums Überleben. Wir müssen ans Ziel gelangen, das wird nicht einfach werden, aber ihr alle kennt Fortnite. Eure Erfahrungen werden uns dabei helfen, das scheinbar unmöglich Erscheinende zu schaffen. Lena warf Nico einen zweifelnden Blick zu. Sie verzichtete jedoch darauf, ihn herunterzuputzen. Was früher gewesen war, zählte nicht mehr. Sie waren, aufeinander angewiesen, ausnahmslos. Wie gehen wir vor? fuhr Lukas fort. Vorschläge? Zunächst einmal brauchen wir Waffen, sagte Felix. Die sollten wir uns an einem abgelegenen Ort suchen, an dem wir nicht mit Feinden rechnen müssen, überlegte Lina. Ich möchte nicht schon beim Landeanflug abgeschossen werden. Genau. Lukas spähte aus dem Bus. Unter ihnen lag ein einsames Anwesen. Wisst ihr, was das ist? Felix schüttelte den Kopf. Nein, keine Ahnung. Lena zuckte mit den Schultern. Die Superheldenvilla, glaube ich, murmelte Nico. Stimmt. Lukas kramte aus seiner Erinnerung hervor, was er über die Villa wusste. Sie spielte einmal eine wichtige Rolle bei Fortnite, aber das ist Geschichte. Heute hat sie meines Wissens keine Bedeutung mehr. Sie liegt sehr abgeschieden, brachte Felix einen berechtigten Einwand vor. Da unten ist der Arsch der Welt. Aber dafür besteht eine gute Chance, dass noch keiner vor uns da war. Wir also Waffen und Ausrüstung finden, ohne gleich auf eine schießwütige Gruppe zu treffen. Wir brauchen mehr als bloß unsere Spitzhacken. Was meint ihr? Sollten wir dort unser Glück versuchen? Ich bin dafür, verkündete Lena. Felix schloss sich der Entscheidung an, Nico ebenfalls. Lukas befahl den Ausstieg aus dem Battlebus. In rascher Folge sprangen sie ab. Deutlich sichtbar erhob sich die mehrgeschossige Villa inmitten eines kleinen Parks. Sie lag etwa auf halber Strecke zwischen Lonely Lodge im Norden und Paradise Palms im Süden. Eingerahmt von Bäumen und Sträuchern trennten sie nur wenige Meter vom Meer. Während sich der Bus entfernte, wurde das Gelände unter den Gefährden rasch größer. Beim Landeanflug waren sie hilflos. Wenn sie vom Boden aus angegriffen wurden, konnten sie nicht einmal zurückschießen. Die einzige Möglichkeit bestand dann darin, mit den Hängegleitern schnell das Weite zu suchen. Lukas hielt nach Bewegungen am Boden Ausschau. Er entdeckte keine verdächtigen Aktivitäten, die auf die Anwesenheit von Feinden hindeuteten. Dennoch ließ er keinen Augenblick in seiner Wachsamkeit nach. Er bedeutete den anderen durch Handzeichen, möglichst dicht zusammenzubleiben. Majestätisch segelten sie dem Boden entgegen, ohne dass es zu einem Feindkontakt kam. Unten angekommen, orientierten sie sich alle an Lukas. Eilig sammelten sie sich zwischen den Bäumen, vor ihnen lag eine Zufahrtsstraße, die zur Villa führte. Der Anführer atmete erleichtert auf. So weit, so gut. Nico schob sich ein Stück weit vor. Das graue Asphaltband lag verlassen da, nicht einmal Fahrzeuge parkten am Straßenrand. Weit und breit nicht zu sehen, stellte der Noob fest. Wir scheinen allein zu sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht vor Lukas dem Grünschnabel in die Parade, nicht gleich wieder losrennen. Nico hielt sich zurück. Er schien seine Lektion gelernt zu haben oder seine Einsicht war nur von kurzer Dauer. Auf Lukas Zeichen hin machten sie sich mit der gebotenen Vorsicht auf den Weg. Sie mieden die Straße, zu der sie sich parallel bewegen. Die Bäume und das Unterholz als Deckung nutzend, huschten sie auf die Villa zu. Der Park befand sich in keinem guten Zustand. Gartenarbeiten hatte schon lange niemand mehr durchgeführt. Was untermauerte, dass die Villa verlassen war? Überall wucherte Unkraut. Schon beim Näherkommen erwies sich die Villa als verwahrlost. Als die Gefährten über die Straße huschten und das Haus in Augenschein nahmen, bestätigte sich Lukas' Vermutung. Das ehemalige, prächtige Gebäude war verfallen und bot einen trostlosen Anblick. Die vor dem Fenster heruntergelassenen Rollläden wirkten wie blinde Augen, die nicht sehen wollten, was draußen in der Welt geschah. Lukas blieb vor der verschlossenen Tür stehen, vor die jemand Holzbretter genagelt hatte. Superheldenvilla. Felix rümpfte die Nase. Hier soll mal Superhelden gelebt haben? Haben sie, versicherte Lukas. Kaum zu glauben, das ist die reinste Bruchbude. Jetzt schon, stimmt, noch vor zwei Seasons war das aber anders. Beschweren wir uns nicht, mahnte Lena die Jungen. Wie es aussieht, war wirklich noch niemand vor uns hier. Das erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Haus Waffen finden. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Das haben wir gleich. Mit seiner Spitzhacke drosch Nico auf die Bretter ein. Ich schiebe mir mal die Garage an. Felix trennte sich von der Gruppe, um seine Ankündigung in die Tat umzusetzen. Sei vorsichtig, gab Lukas ihm mit auf den Weg. Hier scheint zwar alles verlassen zu sein, aber man hat schon Pferde kotzen sehen. Lena sah sich argwöhnisch um. Sie rechnete mit einem Hinterhalt, doch alles blieb ruhig. Unter Nikos Schlägen zersplitterten die Bretter. Er fuhr mit seiner Tätigkeit fort, bis auch die Tür bast. Hinter dem offenen Durchgang gähnte Dunkelheit. Er trat durch den Türrahmen und lauschte. Kein Geräusch drang an sein Ohr. Er tastete sich bis seinem Fenster vor und zog die Rollläden hoch. Schon besser. Lena stemmte die Hände in die Hüften. Allerdings sieht es hier drin kaum besser aus als draußen. Nico, du bleibst an der Tür stehen und behältst die Umgebung im Auge, befahl Lukas. Geht klar. Ein Teil der Möbel war mit Folien abgedeckt. Darauf lag fingerdick der Staub. In einer Ecke stand eine grüne Munitionskiste. Lena öffnete den Deckel und nickte. Munition haben wir schon mal. Fehlen nur noch die dazu passenden Waffen, bedauerte Lukas. Erfolglos durchsuchten sie das Erdgeschoss. Weitere Ausrüstung fanden sie nicht. Eine enttäuschende Ausbeute. Lukas hatte mehr erwartet. Eine Treppe führte ins Obergeschoss, eine weitere in den Keller. Sehen wir zuerst oben nach, schlug Lena vor. Soll ich mitkommen? fragte Nico. Du bleibst, wo du bist und hältst weiterhin die Augen auf, bestimmte Lukas. In Ordnung. Lukas und Lena stiegen die Treppe ins erste Obergeschoss hinauf. Dort wurden sie fündig. Sie entdeckten Pistolen, eine Pumpgun und einen ferngelenkten Raketenwerfer. Ein Medikits und einen Greifer. Im daraufliegenden Schockwerk hatten sie sogar noch mehr Erfolg. Sie fanden eine goldene Kiste, die Sturmgewehre und sogar einen Granatwerfer enthielt. Klasse, freute sich Lena. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so nackt. Lukas betrachtete das Mädchen von oben bis unten. Ich finde nicht, dass du. Naja, du weißt schon. Lena grinste. Vergiss es. Schnappen wir uns das Zeug und bringen es nach unten. Sie sammelten die Ausrüstung ein und kehrten ins Erdgeschoss zurück. Nico meldete, dass draußen alles ruhig war. Hast du Felix gesehen? Da kommt er gerade. Der Bonesoldier kam mit geballter Faust herein. Ich habe es mir gedacht. Wir brauchen nicht zu Fuß weiterzugehen. In der Garage steht ein Golfkart für vier Personen. Schönen Dank an die Superhelden, die ihn stehen gelassen haben. Gut gemacht, lobte Luca seinen Freund. Seid ihr für nicht geworden? Lena zeigte ihm die sichergestellte Ausrüstung. Darauf lässt sich aufbauen. Wir wollten gerade im Keller nachsehen, ob da noch mehr ist. Ich begleite euch. Okay, komm mit. Und ich, quengelte Nico. Du bleibst an der Tür stehen, Noob, versetzte Lena. Wieso schon wieder ich? Weil Lehrjahre nun mal keine Herrenjahre sind. Ein blöder Spruch, protestierte Nico. Ein wahrer Spruch, konterte Herr Lukas. Ende der Diskussion. Verärgert drehte Nico den anderen den Rücken zu. Sie stiegen die Kellertreppe hinunter und stießen auf einen nach Osten hingelegenen kleinen Hangar mit Ausblick aufs Meer. Er enthielt leider nichts von Interesse. Die erhoffte Truhe war dieses Mal nicht vorhanden. Ein großer Kellerraum schloss sich daran an, in dem allerlei Kleidungsstücke und Artefakte lagerten. Felix stieß einen Pfiff aus. Seht euch die Klamotten an. Das sind Kostüme der Superhelden cool. Die ehemaligen Träger kommen bestimmt nicht zurück, um die Sachen abzuholen, vermutete Lena. Du kannst dir also ein Kostüm aussuchen. So cool sind sie nun auch wieder nicht, lehnte Felix ab. Es geht nichts über meinen Schädel Trooper Skin. Übrigens, es sieht so aus, als würdest du Nico ein wenig außen vor lassen, Lukas. Gut so, kommentierte Lena. Was ist, wenn er uns abermals reinreißt? Das kann jedem von uns passieren. Ist es aber bisher nicht. Regt euch ab, alle beide, verlangte Lukas. An der Tür kann Nico fürs Erste keinen Schaden anrichten, ich tue ihm damit einen Gefallen. Das kannst du aber nicht die ganze Zeit durchziehen, irgendwann brauchen wir ihn, gab Felix zu bedenken. Das wusste Lukas selbst, aber die Taktik vorangegangener Sessions konnten sie ohnehin nicht beibehalten. In die Offensive zu gehen verbot sich von selbst. Sie mussten mehr auf das Versteckspiel setzen und strategisch geschickt vorgehen. Sie machten sich an die Untersuchung der Artefakte, die auf Tischen und in Regalen lagen. Es handelte sich um allerlei Technologiespielzeug, dessen Bedeutung sich den Freunden nicht erschloss. Immerhin fanden sie zwei weitere Waffen und eine Bugi-Granate, die Lena an sich nahm. Danach kehrten sie zu Nico zurück, der ungeduldig von einem Fuß auf den anderen trat. Ich langweile mich, malte er. Besser sich langweilen, als auf Gegner zu treffen, die uns antleben wollen wies Lukas ihn zurecht. Denk dran, welches Schicksal uns blüht. Die Erinnerung wirkte. Nico presste die Lippen zu zwei blutleeren Strichen zusammen. Auch Felix und Lena blickten betretend rein. Sie durften keine Sekunde lang vergessen, dass dieses Spiel nicht nach den gewohnten Regeln ablief. Sie alle befanden sich in ständiger Lebensgefahr. Entweder bis zum Ende des Spiels oder bis es sie erwischte. Eine grauenhafte Vorstellung, doch sie mussten sich ihr stellen. Nachdem sie die Waffen und Munition unter sich aufgeteilt hatten, verließen sie die Villa und stiegen in den All Terran Card, auch Golfcards genannt. Lukas nahm auf dem Fahrersitz Platz, Lena neben ihm, Felix und Nico stiegen auf die Ladefläche, dann ging es los. Es ist ruhig hier. Zu ruhig, unkte Lena auf dem Beifahrersitz, ihre langen roten Haare flatterten im Fahrtwind. Von mir aus kann es ruhig bleiben, Dachte Lukas. Er rechnete jedoch nicht damit. Früher oder später konnten sie einem Kampf nicht mehr aus dem Weg gehen. Lieber später als früher. Die Straße entfernte sich von der Superheldenvilla und führte zwischen dichtstehenden Bäumen hindurch. Während Lukas den Wagen lenkte, sicherte Lena mit einem Sturmgewehr in Fahrtrichtung. Hinten überwachten Felix und Nico die Flanken und den Rückraum. Sie rechneten jederzeit damit, dass Angreifer aus dem Unterholz hervorbrachen. Doch nichts geschah. Die Gegend wirkte wie ausgestorben. Lukas ließ sich von der scheinbaren Friedfertigkeit nicht blenden. Nur die wenigsten Angreifer würden sich ihnen offen entgegenstellen. Wer klug war, nutzte die Geländegegebenheiten, die die virtuelle Welt ihm bot. Das bewaldete Gebiet flog an den Jugendlichen vorbei und blieb schon bald hinter ihnen zurück. Eine gerodete Landschaft schloss sich daran an, die in eine Wüste überging. Zwischen Felsenerhebungen schlängelten sich eine Rennstrecke mit aberwitzigen Kurven. Es handelte sich um die Kartpiste bei Paradise Palms. Lena reckte den Hals. Ziemlich unübersichtlich. Ja, die Tatsache missfiel Lukas. Entlang der Rennstrecke erhoben sich Wälle und Absperrungen, hier und da Abschnitte von Leitplanken, hohe Stapel aus alten Gummireifen. Es gab tausend Versteckmöglichkeiten für gegnerische Gruppen. Aber es gibt nur diesen Weg. Nicht die kleinste Abzweigung, über die wir weiter ins Innere der Insel vordringen können. Wieso sollten wir das tun? Wegen des Sturms, rief Felix von der Ladefläche. Sie alle wussten, dass er irgendwann auf sie zukam und sie ihm dann ausweichen mussten. Es stellte sich nicht die Frage, ob er sich näherte, sondern wann. Und aus welcher Richtung er kam. Jedoch war schon jetzt zu befürchten, dass er sie vor sich hertreiben würde wie welkes Laub. Diese Gefahr drohte jedoch nicht nur ihnen allein, sondern allen Teilnehmern, die momentan am Spiel teilnahmen. Halt! stieß Lina plötzlich aus. Was ist los? Ich glaube, ich habe da vorne etwas gesehen. Eine Bewegung? Ja, gleich hinter der nächsten Kurve. Das Mädchen streckte einen Arm aus. Lukas bremste ab und brachte den Kart zum Stehen. Er starrte angestrengt in die angegebene Richtung, entdeckte jedoch nichts, was aber nichts besagte. Er vertraute auf Linas Beobachtungsgabe. Am besten kehren wir um und suchen nach einer anderen Straße, schlug Nico vor. Ich sage es nur ungern, aber ich bin seiner Meinung, warnte Lina dem Fahrer zu. In Ordnung, ich wende. In dem Moment zeigten sich in der vor ihnen liegenden Kurve zwei Gestalten. Sie tauchten hinter einem Ball auf. Was für Waffen sie in Anschlag brachten, erkannte Lukas nicht. Er verschwendete auch keine Zeit damit, es herausfinden zu wollen. Brachial riss er den Kart herum, doch das war vergebliche Liebesmüh. Ein entsetzter Aufschrei von Felix machte ihm nämlich klar, dass sich auch hinter ihnen etwas abspielte. Sie saßen in der Falle. Als das Rattern eines Sturmgewehrs einsetzte, reagierte Lukas mit wilder Entschlossenheit. Festhalten! Er gab Gas und steuerte den kleinen Wagen von der Piste auf eine Lücke in die Begrenzungsmauer zu. Wenn es nicht vor und nicht zurückging, dann eben mitten durchs Gelände. Der Kart machte einen Satz, geriet in Schlingern und spritzte Sand und Erde auf. Der Antrieb heulte protestierend, als Lukas ihm bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit beanspruchte. Lena und die beiden auf der Ladefläche begannen zu schießen. Lukas glaubte, taub zu werden, als die Waffen sprachen. Er fürchtete, sein Trommelfell sei geplatzt, doch nicht einmal darauf konnte er achten, denn die Welt schien sich in einem rasenden Kreisel zu verwandeln. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und führte einen, und führte einen irrwitzigen Tanz auf. Über dem Staccato der Gewehrsalven hörte Lukas Lena fluchen und schimpfen, während er mit aller Macht versuchte, den ausgebrochenen Kart wieder unter Kontrolle zu bekommen. Sie haben einen Raketenwerfer! Schrie Felix gegen das Chaos an. Lukas begriff augenblicklich, was das bedeutete. Der Wagen war verloren, entweder mit oder ohne Insassen. Abschwingen! Alle herunter! Er sah Lena zur Seite abtauchen, was in seinem Rücken vorging, bekam er nicht mit. Er konnte nur hoffen, dass Felix und Nico keine Sekunde zögerten, seinen Befehl auszuführen. Bevor er selbst dazu kam, vom Fahrersitz zu springen, geriet der Kart endgültig außer Kontrolle. Er schob sich auf seiner Unterbodenfläche eine Absperrung hinauf, schlug Funken, kreischte und heulte. Seine Räder, die die Bodenhaftung verloren, drehten sich in der Luft.